Herzlich willkommen zum großen Finale von Game of Tubes featuring Michi Obermeier Hallo. und einen Überraschungsgast. Weiß immer noch Game of Tubes heißt. Ja, Können wir das vielleicht in der 10. Folge jetzt umbenennen? Ich habe dass zwei wir das Ding. Vorschläge. Ja. Wie wäre es Vorschlag mit. 1, etwas leiser reden, bitte. Das Ich ist bin so jetzt. aufgeregt. Dieses Game of Tubes, das ist so eine Scheiße. Wie wäre es mit Talk of Thrones? Oder mit. Blirbe. Okay. Das ist besser. Oder? Das hat Was war mir. das andere? Das hat ein User vorgeschlagen, Game of Tubes. Game of Tubes ist totale Scheiße. Wer das vorgeschlagen hat, schämen. Game of Pubes finde ich immer noch besser, aber das ist dann das andere Format, an dem wir gerade arbeiten. Und ich sage euch jetzt nicht wo, aber es ist unterm Tisch. Nee, Quatsch. Apropos unterm Tisch, ich habe auch noch einen Überraschungsgast, nämlich den Fritz. Doch, ich habe leider keinen Täuschend Überraschungsgast. echt. Ja, wir sind hier, um zu dritt über die 10. Folge von der aktuellen Staffel, das Staffelfinale, zu reden. Wir haben es Au, gerade Junge! geguckt. Ja, ging ganz schön ab. Ja. Das im Gegensatz zu den anderen Staffelfinals, bei denen man immer so das Gefühl hatte, es flacht so ein bisschen ab, damit die Erwartungshaltung aufs nächste Jahr nicht so groß wird, ist es diesmal halt gewesen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ging ganz schön Ja. ab. Ja, also Michi spielt gerade auf die Szene an, natürlich, wo Cersei da die Septe in die Luft jagt. Wollen wir gleich King's Landing machen, weil da muss ich nämlich. Es fing auch damit an, oder? Das war doch die erste Szene. Die erste Szene war tatsächlich die Vorbereitung auf den großen Prozess. Cersei und Ser Loras Tyrell sollen vor den 7 Septons, oder sind das alles Septon, oder sind da auch Septars dabei? Die 7 Hohepriester, die sollen da gerichtet werden und Loras geht in Vorleistung und gibt einfach mal alles zu. Ja. Und würde auch Mönch werden wollen, so wie Luther damals. Und der High Sparrow war recht einverstanden, oder? Hat jemand, ja, alles klar, machen wir. Ja. Kriegst auch einen Ich war ein schönen. bisschen überrascht davon, dass die das mit dem Messer so umständlich machen mit diesen Zeichen. Das dauert doch ewig. Warum haben die nicht so Brandzeichen? Damit du quasi während dem Prozess schon Schritt für Schritt die 7 Zacken der Demut reingeschnitzt kriegst vielleicht. Jedenfalls, der gibt alles zu und es wirkt schon mal so, als wäre der erste Teil vom Prozess gut und dann wäre ja Cersei jetzt irgendwie dran, die dann ohne Entschuldigung fehlt, Also hat er ihr wirkte auch recht Turmzeug gebrochen vergessen. halt. Ne? Das war ein bisschen die Ja. Frage mit der Margaery, wie verhält die sich, wie ist die eigentlich drauf? Und vielleicht auch, was macht sie, um ihren Bruder zu beschützen? Und man hat ja schon in dem einen Treffen gesehen, dass er im Gegensatz zu ihr ziemlich ja, hinübergebrochen ist. Und das hat sie jetzt ja bewahrheitet, dass er da praktisch dann wirklich alles einfach so zugibt. Was jetzt interessant ist, wo du gesagt hast, die Cersei war nicht da, obwohl jetzt ihre Verhandlung eigentlich die wichtigere fast noch war. Und das fand ich jetzt in dem Sinne interessant. Es gab ja einige Theorien, die ich dann auch ganz cool fand, warum in der letzten Folge oder in der vorletzten, weiß gar nicht mehr, welcher das genau war, wurde ihr das Recht aberkannt, diesen Trial by Combat zu haben, sondern dass die ihre Schuld jetzt festgestellt wird durch sozusagen ein normales Gerichtsverfahren, in dem halt jetzt irgendwie diese Argumente vorgetragen werden und dann entscheiden halt die Leute dann, was da stattfindet. Was ich nämlich ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielen wird noch, aber durch diese Möglichkeit, dass nicht einfach ein Trial by Combat, so eine binäre Entscheidung, ja, sie wird freigesprochen oder nein, sie ist schuldig, hätte in so einer Verhandlung vielleicht die einzelnen Vorwürfe auseinderklamüsert werden können. Und das wäre in der Tat ja eigentlich recht wichtig gewesen für den High Sparrow, was noch gar nicht so angesprochen wurde, weil sie wird ja auf zig Sachen angeklagt und die wichtigsten unter anderem sind Königsmord, dass sie ihren Mann ja umgebracht hat. Und der andere ist aber auch halt Inzest mit ihrem Bruder. Und dass die Nachkommen, also auch inklusive König Tommen, im Moment dann ja nicht rechtmäßige Herrscher sind, weil sie ja gar nicht Genau. von den Baratheons sind und von, gar nicht vom König. Und das will der High Sparrow ja eigentlich gar nicht. Im Moment, zum Anfang der 10. Folge jetzt, hat er den Tommen ja in der Hand. Der folgt ihm ja und macht das, was er möchte. Blöde Frage. Wussten die Kinder von Cersei, wer ihr Vater ist? Nee, das hat man noch in der einen Szene, oder sie wussten es nicht, manche haben es schon geahnt, das hat man noch in der Szene gesehen, wo Myrcella auf dem Schiff von Dorne zurückfährt, wo dann doch Jaime sich ihr Stimmt, offenbart. sie hat doch dann gesagt, sie hat das schon immer irgendwie gefühlt. Ja, Aber genau. der Tommen und der, wie hieß der Arschlochkönig Joffrey. vorher, der Joffrey, der wusste das nicht. Nee, also wissen tat ja auch Myrcella das nicht, aber sie hat es halt geahnt, aus welchen Gründen, wie jetzt der Kenntnisstand sozusagen bei den Kindern ist, ist jetzt dann Spekulation, aber ich denke mal nicht, dass es sozusagen sicher waren. Naja, auf jeden Fall ist das
gab es diese Anschuldigung, und wenn sie halt dann schuldig gesprochen würde, wäre ja Tom nicht mehr König. Und das kann eigentlich der High Sparrow nicht wollen, weil er gerade eigentlich durch den Tommen ja auch so einen Fuß in der Tür hat. Und ganz im Gegenteil, er hat in den letzten Folgen ja auch die Marjorie mal bedrängt, dass sie ja sich mit dem Tommen wieder versöhnen soll und Kinder kriegen, weil er ja der König ist, der Rechtmäßige, und er möchte, dass die Nachkommen kommen. Weil ich hatte schon das Gefühl, der fühlt sich ganz wohl jetzt in der Position, er hat den Tom in der Hand, und deswegen wäre ihm diese Verhandlung eigentlich ganz recht gekommen. Und nur mal so als Hintergrund, was ich ganz interessant fand. Wäre das wirklich ein Hindernis gewesen, wenn der Tommen nicht mehr König ist? Kann er sich dann nicht einfach selbst zum König machen? Nee. Oder halt nicht. Wer ist denn, wer wäre denn jetzt rechtmäßig König, wenn rauskäme, dass Tommen das nicht ist, weil Tommen kein Baratheon ist? Die Frage kommt ja immer gleich nochmal auf, weil es ja. Ja, ja, aber es ist ja die eigentliche Blutlinie, also gut, die Usurpator-Blutlinie Baratheon, da war ja nur noch Stannis übrig, und da ist ja auch niemand mehr übrig auf der Seite. Also der ja lange der rechtmäßige König war und halt nur nicht auf dem Thron saß. Eigentlich sind ja erstmal die Kinder des Königs, die Thronfolger, die sind jetzt alle drei, oder die halt als Kinder anerkannt waren, ob sie es nun sind oder nicht, leiblich, sind die drei sind jetzt ja dann, können wir jetzt ja fragen, die Leute haben diese Folge gesehen, Tommen stirbt dann ja, also diese Frage, alle drei sind dann halt tot. So, dann ist eigentlich doch die Witwe, die Cersei rein rechtlich gesehen, da die, vielleicht wären es als aber, nächstes, ich glaube, die Brüder wären es als nächstes gewesen, die sind aber auch beide tot, Stannis und Renly. Ja, aber ist es denn wirklich die Witwe? Weil so gesehen wäre es ja, dadurch, dass es ja in dem Reich oder generell in so Monarchien immer zu so Nutzhochzeiten kommt, um irgendwelche Bündnisse zu schmieden, dann, wenn die Witwe eine rechtmäßige Erbin des Throns wäre, dann wäre es doch auch für sehr viele eingeheiratete Königsfrauen oder Königinnen vor der Geburt möglicher Erben immer ganz leicht gewesen, dass der Ehemann dann so einen dummen Unfall hat, wie der Robert halt, Baratheon einen hatte. Das ist, glaube ich, die Frage. Das kann man jetzt, glaube ich, in diesem Fall, das wird auch mal wieder besprochen, auch so fundierteren Videos, als wir die machen. Diese Reihenfolge ist nicht immer ganz so klar, aber ich glaube, als erstes hätten die Kinder, dann auch die Geschwister vom König halt, wie gesagt, Renly und Stannis, und die Königin ist dann auch dann irgendwo dabei, und da jetzt irgendwie eigentlich alle tot sind, bis auf sie, erübrigt sich langsam die Frage. Und ich das war ja dann relativ, fand ich relativ durchsichtig, nämlich dieses, dass du irgendwann merkst, okay, Cersei ist noch in der Burg und der Junge ist in der Burg und der Mountain verhindert, dass der Junge irgendwie zu dieser Veranstaltung hingeht. Gut, der Grandmeister Purcell, der war auch nicht da, aber da der auch Mitwisser war und das irgendwie noch hätte sich da einmischen können oder so weiter, wurde der dann auch gleich um die Ecke gebracht, was ich ganz schön fies fand von den kleinen Kindern. Was war da? Der wusste, wo das Wildfire ist oder was? Nö, der stand einfach zur Königin. Der stand zu der war ja der Oberopportunist und stand quasi, in dem Fall hat der sich jetzt auch gegen die Lannisters. Er hat sich doch schon lange auch gegen Cersei gestellt. Genau. Und der war jetzt halt langsam, weil sie hatte. Wenn der vorgekommen wäre, wäre mir nicht aufgefallen, dass der weg wäre. Ja. Ich hatte gehofft, dass der irgendwann mal nochmal eine größere Rolle spielt, weil wenn einer schon Grandmeister ist, dann müsste er ja irgendwie. Ja. Der hat nie irgendwie bewiesen, was er denn so wirklich drauf hat. Aber dieser Qyburn, also ihr persönlicher Heini da, hat das ja dann ganz gut gemanagt. Und dann war es halt schon irgendwie relativ schnell klar, und schon bevor Marjorie dann drauf kommt, dass quasi alle, also die Orlena Tyrell, die hat ja der High Sparrow schon entfernt, was ich von der Story her relativ clever fand, dass die schon. Die Oberintrigantin von den anderen Familien oder von der Tyrell-Familie, dass die quasi schon weg ist. Mhm. Und dann sind natürlich alle Gegner von Cersei auf einmal in dieser Septe. Es war dieser Blick, wo alle gemerkt haben, scheiße, es ist Star Trek und wir haben alle rote Hemden an. Ja, genau. Beziehungsweise scheiße, wir sind in wie so vielen, also es war ja bei Game of Thrones auch schon mal, diese alle Anführer des Gegners in einem Raum, das war ja bei Daenerys schon, als die alle in dieser Holzhütte gestanden sind, die ganzen Dothraki-Anführer. Und bei Breaking Bad gibt es ja diese... Ja, und bei der Red Wedding und so. Bei der Red Wedding auch und bei Breaking Bad die Geschichte, wo einer alle seine möglichen Zeugen oder die eventuell aussagen könnten im Handstreich in einem Schlag killt oder beim Paten natürlich auch. Oder damals, als bei GameCube ich noch zu zehnt war. Ja, stimmt. Ich weiß alles über euch. Ihr könnt mich nicht töten, ihr braucht meine Stimme. Nee, also sie hat dann alle in die... hatte eine geile Stimme. Aber also sie hat alle in die Septe eingeladen halt und hat dann geplant, und das ja auch ausgeführt, die in die Luft zu jagen. Da gibt es irgendwie aber viele interessante Sachen, finde ich. Einmal natürlich hat sich, ob es nun die Septe betrifft oder die ganze Stadt, hat sich abgezeichnet. Es gab diese ganzen Vorahnungen, einmal von Bran und auch diese, Flashbacks sind es eben nicht, sondern diese Vorahnung, dass das Wildfire unter King's Landing explodiert.
Und da war immer die Frage, erwischt das ganz King's Landing nur ein Teil? Was ist da genau der Hintergrund? Wer löst das aus? Das hat man natürlich nicht gesehen. Es hat sich abgezeichnet, dass es Cersei war. Das hatten wir auch schon ja spekuliert in der letzten Folge. Aber wie convenient, dass es da überhaupt ist, oder? Das hat jetzt echt lange nicht so eine große Rolle gespielt, dass ja, aber das ist schon zufällig immer da. Noch... Das ist schon seit Aerys da, ja, seit dem Mad aber, King. Aber, ja, aber dass zufällig immer noch so eine riesengroße Menge Sprengstoff unter der Stadt ist, die man sehr clever taktisch platzieren kann, falls mal alle Gegner von einem an der gleichen Stelle sind. Also, das fand ich jetzt nicht vor allem, nee, es ist unter einer Kirche platziert. Was ist der Ort, wo am meisten Kerzen rum Feuer rumstehen? Eigentlich ist es ja nicht nur da, es ist eigentlich in der ganzen Stadt. Vielleicht kannst du auch. Die haben es ja trotzdem ein bisschen geballt, aber Cersei war ja anscheinend ein kleiner Teil der Stadt, zumindest rund um die Kirche, dann auch relativ wurscht. Also der besonders chirurgische Anschlag war es jetzt nicht. Nee, ich wollte, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, ist, dass wir es ja irgendwas in der Richtung schon vermutet haben, dass Cersei da King's Landing oder Teil davon in die Luft jagt. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, was halt eine Fantheorie war, die auf ganz vielen Sachen basiert. Einmal halt auf diesen Vorahnungen, dass da das Wildfire unter King's Landing in die Luft fliegt. Zweitens auf der Prophezeiung. Und ein Teil der Prophezeiung für Cersei, die eine große Rolle spielt, wo sie auch Angst hat, ist ja, hoffentlich übersetze ich das nicht falsch, ich habe das auch jetzt nur natürlich nicht selber übersetzt, sondern habe mir das irgendwo wieder angeschaut. Aber das wird ein bisschen übersetzt unter verschiedenen Ausführungen. Entweder der kleine Bruder, der kleinere Bruder, so in die Richtung sie umbringen wird. Und da war ja immer, sie ging immer davon aus, dass es Tyrion ist. Weil das ja irgendwie naheliegend ist. Sie mochte den nie. Der ist in mehreren Varianten ihr kleiner Bruder. Und da ist sie immer davon ausgegangen. Und sie ist ja eh davon ausgegangen, dass das zutreffen wird. Auch, dass ihre Kinder ja sterben, was jetzt ja inzwischen auch zugetroffen ist. Und dass eine jüngere Frau sie ablösen wird oder ihren Untergang einleiten wird, was ja, was sie immer die Margaery gesehen hat. Auf jeden Fall hat sie immer dieses mit dem kleinen Bruder. Und es ist immer so die Frage, wie viel von diesen Prophezeiungen, wie erfüllen die sich in Game of Thrones? Aber eine Theorie war halt, dass sie plant, jetzt in der 10. Folge das Wildfire unter King's Landing zu entzünden. Vielleicht nicht unter der Septe, sondern in der ganzen Stadt, um einfach wirklich alles in die Luft zu jagen. Und dass Jaime dann dagegen vorgeht, wie er es damals schon gegen den Mad King gemacht hat. Dass ihm das wichtiger ist. Wie es damals ihm schon wichtiger war, die Stadt zu beschützen als seine eigene Ehre oder als seinen eigenen Eid, den er ja geleistet hatte, den König zu beschützen, hat er damals ja den König umgebracht, um diesen Massenmord oder diese ganze Explosion der Stadt zu verhindern, dass er in der 10. Folge auch einschreitet gegen Cersei, sie umbringt, wahrscheinlich sogar, das zu verhindern halt, dass sie die Stadt in Luft jagt. Aber nachdem er doch in der letzten Folge beziehungsweise bei dieser Belagerung von River Run relativ deutlich gemacht hat, und sei es auch nur, um dem Edmund ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen, ich meine, außer Cersei hat er ja nicht mehr so viel, wieso soll, also da müsste schon viel passieren, dass er sie tötet, außer er erkennt dann doch, dass er doch in Wirklichkeit Brienne ein bisschen geiler findet. Also, das vielleicht greife ich da jetzt zu viel vor, aber in der Folge gibt es am Ende diese Szene, natürlich greife ich vor, wenn ich das Ende spreche, wo er ihr so einen Blick zuwirft, wo sie gekrönt wird gerade eben. Ja. Und das ist kein Blick von wegen, hey Schwester, schön, dass ich wieder da bin, sondern das ist so eine Fassungslosigkeit, so ein, wie, was hast du denn jetzt hier angestellt? Also, was hast du in Kauf genommen, um den Thron zu besteigen, und was hast du mit meinem Sohn gemacht, so ungefähr? Genau, das habe ich zu Daniel auch gesagt. Wie sehr lastet er ihr den Tod von Tommen an? Das wird die Frage sein, weil es natürlich auch das letzte Kind war, nach Joffrey und Marcella. Wie sehr macht er sie dafür verantwortlich? Und auch, wie gesagt, wie wirklich, das glaube ich sogar noch, wiegt vielleicht noch schwerer als der Teil mit der Septa, weil es schwer einzuschätzen kann. Und natürlich viele Fan-Theorien kommen natürlich von Leuten, die sich mit den Büchern auseinandergesetzt haben, weil das natürlich noch ein bisschen mehr Stoff und mehr Möglichkeiten bietet. Und da ist Jaime noch ein viel gespaltener Charakter. Also der fängt viel, wenn man jetzt so von dunkel und hell oder gut und böse redet, viel dunkler, viel böser an im Buch und macht eine viel krassere Wandlung durch, als es jetzt in der Serie, im Fernsehen ist. Und zu diesem Zeitpunkt im Buch hat er sich auch schon viel mehr von Cersei abgewandt. Und ich glaube, dass das in der Serie auch noch kommen wird. Und das ist ein guter Hinweis, tatsächlich gerade diese Schussszene, die du angesprochen hast. Aber gedacht, diese Theorie zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt ist erstmal ausgeschlossen, weil es gibt gar keine Möglichkeit, für irgendjemanden einzuschreiten. Dieser Plan funktioniert halt, das in die Luft zu jagen. Man sieht ja noch Cord Lancel, der da unten abgestochen wird und dann zu den Kerzen hinkriecht, aber das dann natürlich nicht mehr schafft, das aufzuhalten. Also von daher klappt dieser Plan. Sie jagt eigentlich alle in die Luft. Ne, den High Sparrow. Dass ich diese Szene, also gut, sie hat, erzähl du erstmal fertig, wenn sie alles in die Luft jagt. Ja gut, also dass eigentlich alle wichtigen Leute in die Luft jagt. Ne? Sie jagt ja den High Sparrow, die ganze Kirchenelite wahrscheinlich, die ja vor Ort ist, in die Luft.
Dann die meisten der Kämpfer wahrscheinlich auch, die jemand sieht, die ja diese die Leute auch daran hindern, die Septe zu verlassen. Dann die Marjorie und die ganze Tyrell-Familie, die vor Ort ist. Ihren Onkel auch, den Kevin. Eigentlich alle wichtigen Leute, die gerade noch in King's Landing sind, sind alle tot. Und sie ist jetzt bestimmt nicht gerade eine Frau des Volkes mehr. Aber da hatte sie ja auch gar nicht mehr so viel zu verlieren, weil sie war ja sowieso nicht besonders beliebt im Volk. Und jetzt hat sie halt einmal mit harter Hand gezeigt, wie es geht. Und wenn sie jetzt Königin ist, dann weiß ich nicht, bin ich gespannt, wie das Volk denn darauf reagiert, ob es dann Aufstände geben wird oder ob die sagen so, ja, okay, die ist uns zu krass, die wollen wir jetzt mal nicht in Frage stellen. Ich bin bei dieser Szene hin und her gerissen, weil ich sie einerseits super gemacht fand. Also zum einen, wie geil der Soundtrack war, wie das alles vorbereitet wird. Die Musik war der Hammer die ganze Zeit. Wie dann sich das entzündet, wie er dann eben versucht, dann noch diese Kerze aufzuhalten. Ich mag sowieso diesen Wildfire-Effekt, also wie das, wie sich das entfacht und der Sound davon und so, wie es das alles zerfetzt hat und wie sie dann aus der Ferne das noch anschaut. Sah super cool aus und auch dieses, jetzt hat sie so viel einstecken müssen und jetzt kommt endlich ihr Moment der Rache. Also das alles cool. Aber was ich so komisch fand ist, da habe ich euch in den anderen Recaps immer schon gesagt, mich nervt es so, dass diese Sekte, dass sie die nicht vorher schon aufgehalten hat, weil es ja vermeintlich immer nur 15 Hansel mit Dreschflegel und Kutte sind. Und ich dachte halt immer, okay, sie macht das absichtlich nicht, weil jetzt irgendein diplomatischer Winkelzug kommt, dass die sich selbst vernichten. Also, dass sie irgendwas Blödes offenbart oder so, dass das Volk auf einmal sich gegen die wendet und dass sie es ohne Gewalt macht und das dann eine viel größere und eine bessere Rache wird. Und deswegen war es ein bisschen blöd so, du hättest das doch alles schon viel früher in die Luft sprengen können oder deine Leute anweisen können, da Rabatz zu machen. Fand ich irgendwie komisch. Ja, aber so hat es viel mehr Knalleffekt gehabt. Ja, das gibt es jetzt Sachen, die dafür und dagegen sprechen. Einmal, wenn man erstmal jetzt, sag ich mal, von den Voraussetzungen ausgeht, die du angesprochen hast, dass man vielleicht, dass sie vielleicht einen anderen Plan noch hatte und Ideen, dann hat sie es bisher jetzt vielleicht nicht gemacht, weil sie wirklich diesen Plan hatte. Und sie erst jetzt in der 10. Folge tatsächlich in die Ecke gedrängt wurde, dass sie keine andere Wahl mehr hat. Weil bis zur letzten Folge hatte sie dann eigentlich noch den Trial by Combat im Auge. Sie hätte eigentlich für sich noch die Möglichkeit gehabt, okay, ich komme aus diesem ganzen Anklage ganz gut raus, weil ich hier meinen Zombie-Mountain habe, der einfach dann alles zusammentrischt. Und also sie hat eigentlich für sich, sozusagen, wenn sie die Möglichkeit zum Tribal Combat hat, gesehen, okay, das ist keine Gefahr für mich, keine direkte Gefahr. Allgemein, die Sparrows, muss ich mir irgendwie noch mit denen umgehen und vielleicht hat sie andere Ideen gehabt. Und jetzt erst zu diesem Zeitpunkt, wo sie keine andere Wahl mehr hat, hat sie dann tatsächlich dann diesen Entschluss gefasst, dass wir halt eine Erklärung dafür. Wobei sie es ja noch relativ deutlich dann erklärt, beziehungsweise wie dieser Befreiungsschlag auf sie denn gewirkt hat, nämlich dass es sich für sie sehr, sehr gut angefühlt hat, indem sie diese Obersepta, die sie auch mit Shame und so durch die Stadt gejagt hat, dann erstmal am Tisch festschnallt und ihr dann quasi genau erklärt, wie sie sich denn gefühlt und warum sie denn alles so gemacht hat, because it felt good. Hatte, finde ich, ein bisschen was von so einer typischen James-Bond-Geschichte. So, James Bond ist angeschnallt und der Oberbösewicht tänzelt um diesen Tisch rum und erklärt dann so, hören Sie mal, man ist dann in dieser absoluten Machtposition, nur in dem Fall halt zurecht. Und James Bond hätte sich ja befreit. Die Folterung hat man dann nicht mehr gesehen. Was war das dann am Ende? Foltert der die oder vergewaltigt der die? Nee, sie hat ja gesagt, du brauchst jetzt nicht denken, ich bin das Letzte, was du siehst, bevor du stirbst, weil du stirbst jetzt erstmal eine ganze Weile lang nicht. Also er wird sie, mein Gott, beides. Foltert er oder vergewaltigt er sie? Das ist ein Unterschied. Er kann auch beides in einem erledigen vielleicht. Aber das ist jetzt auch dann tatsächlich nicht so wichtig, aber genau. Details. Tommens Ende fand ich persönlich. Nee, ganz kurz, ich würde noch ganz kurz die Szene noch, bevor wir die abschließen, das würden wir, glaube ich, nochmal spezieller besprechen, wenn wir nochmal so ein, was wir vorhaben, nochmal so eine Folge über die gesamte Staffel machen. So, aber das, wieder mal, die Szene ist super, die Musik ist hammermäßig, diese ganze Inszenierung und ein bisschen auch, was da reinspielt und auch wirklich die ganzen Gefühle und auch diese widerstrebenden Gefühle, die man selber als Zuschauer für Cersei hat, als für die Figur halt, ne, die man ja dann teilweise arg gehasst hat für die Sachen, die man gemacht hat, dann hat man auch wieder mitbekommen, warum sie dann solche Sachen macht und wie ihre Kindheit vielleicht war, oder ihr Aufwachsen in der Familie und was ihre Beweggründe sind und wie sie jetzt praktisch die ganze Staffel nur gelitten hat, dass man auch wieder mal irgendwie Sympathie hat, wenn sie selber dann mal am Drücker ist. Das ist irgendwie alles super, aber dann dieses wieder in der Szene und das ist halt ein Problem in der Staffel gestellt. So alles inszeniert und gemacht, damit es cool aussieht, aber unlogisch oder unnötig. Durch einfach das mit diesen Kerzen.
Das ist halt zeitlich so ungenau, weißt du? Da kannst du jemanden hinstellen mit einer Fackel, der das macht, der sie irgendwie umbringt oder irgendwie das vorbereitet mit einer Art Zeitzünder oder Lunte oder so. Aber diese Kerzen, ey, dass du so genau abschätzt, wann die abbrennen, nee. Dann ja. Auch, wenn das so, das ist ja hochentzündlich, dieses Wildfire. Das ist ja das Lagern hier extra, das wird im Buch wahrscheinlich noch mehr besprochen, wie hochentzündlich es ist und wie gefährlich, instabil. Ey, ob, wenn das dann noch einen Millimeter von der Flamme entfernt ist, das entzündet sich schon viel vorher. Dann den Lancer da abzustechen, dass er vielleicht in dieser Szene zumindest ja theoretisch noch die Chance hat, vielleicht das Feuer zu löschen. Hm. Ja, wenn er nicht ganz so da abgestochen wird und ein bisschen schneller dahin kriechen kann und irgendwelche Möglichkeiten. Also, das ist einfach cool aussehen und das soll dramatisch sein, aber es ist einfach hanebüchen und hirnrissig, die Szene, dass das, wie das da funktioniert aber im Endeffekt. Hätten das nicht genauso gut spezielle Kerzen aus dem fernen Reich? Ja, aber es ist alles wieder, du musst alles wieder total hinbiegen. Damit das irgendwie dann doch noch Sinn ergibt, anstatt einfach das nicht ganz so cool zu machen, aber nachvollziehbar. Und es gibt noch ein paar Szenen auch wieder in der Folge, wo das auch nochmal genau das gleiche sein wird. Aber wie gesagt, ansonsten eine super Szene. Und mich hat vor allem die Musik mitgerissen, die sensationell war, fand ich, die auch am Ende nochmal das Thema aufgegriffen wird. Das echt geil. Und dann kommt die Szene mit Tom, wie du gerade angesprochen hast. Genau, und das war also so für mich persönlich so eine der besten Überraschungen überhaupt jetzt in der Staffel, wo ich ja immer mir Überraschungen erhofft hatte und dann doch keine kamen, aber die dann schon. Also, dass tatsächlich Cersei wohl versucht, ihn zu schützen, beziehungsweise ihm quasi auf dem Thron zu halten und seine ganzen Gegner und Einflüsterer da aus dem Weg zu räumen. Und dass dann trotzdem er dann in dem Moment einsieht, dass er jetzt auch nichts mehr hat, was sich noch zu regieren lohnt. Also, selbst wenn er jetzt am Leben geblieben wäre oder keine Ahnung, er wäre komplett verhasst im Volk gewesen. Seine Königin ist tot, die ganze Familie von seiner Frau ist tot. Glaubst du, dass ihm der Ruf so wichtig war? Ich hatte das so interpretiert, dass er echt nur der Königin ist. Nein, aber ich kann mir schon vorstellen, also dass diese Ratlosigkeit bzw. diese komplette Hoffnungslosigkeit, dass er jetzt nochmal irgendwann ein lebenswertes Leben führen wird und vor allem mit Marjorie und so, das fand ich dann schon auch sehr, sehr konsequent in dem Fall. Ja, also zwei Faktoren fand ich halt. Einmal natürlich, was er angesprochen hat, Marjorie, die ja seine Liebe war, hatte er ja da total verliebt, total verfallen. Das ist die eine Hälfte. Und die zweite Hälfte ist ganz interessant. Er hat ja in dieser Staffel sich von Cersei gelöst und von ihrem Einfluss auch gegen sie gehandelt. Aber er hat sich ja nicht emanzipiert selber, sondern er ist ja sofort von Cersei zum High Sparrow gefallen, sozusagen zu dieser Vaterfigur. Und hat sich ja dem dann eigentlich unterworfen, sozusagen. Hat man dann gemacht, was er wollte und das mit dem Glauben und alles, was eigentlich, er war ja auch sein Sprachrohr. Man hat richtig gesehen, er hat sich von einer Einflussfigur gelöst und ist einfach der nächsten sofort ins Netz gegangen. Und jetzt waren ja die Marjorie als auch der High Sparrow und diesem neuen Leben, was er sich jetzt praktisch, wo er sich selber gesehen hat, okay, das, ich habe jetzt mich in der Vergangenheit mal beeinflussen lassen und jetzt habe ich erkannt, was der richtige Weg ist mit dem Glauben. Und diese beiden Pfeile waren auf einmal weg. Von daher, sondern die zwei Sachen, wo er sich entschieden hat. Die wichtige Frage ist jetzt, ist es dieses, ist das Gift von den von dieser englischen Serie, von diesem IT-Crowd, wo er dann im, in der Konferenz das Fenster auch mal rausgeht, weil das ist ersetzen. Mit Mr. Random. Ja. Krone ab. Könnte schon sein. Ja. Tschüss. Nein, das war Tommen aus der Regierungsabteilung. Aber das war aber echt tatsächlich ein krasser Augenblick. Ich habe noch kurz vorher gesagt, als er die Krone abnimmt und dann geht er aus dem Bild, und dann sieht man ja nicht, bevor er wieder reinkommt und dann ziemlich zielstrebig auf das Fenster zugeht, manche zu Daniel noch so, ob der sich jetzt umbringt, und war, dachte, ich hab's nicht ganz so ernst gemeint, und dann so, bupp, bupp, weg. Das war schon echt krass. Aber, dass er auch so einer ist, also, weil er ja sonst immer so eingeschüchtert und so, weiß nicht, und dann aber doch so, ich meine, da gehört ja schon ein bisschen Mut dazu, um sich umzubringen. Ja. Also, das ja, war allem, alles gerade weggebrochen, alles, was er hat war halt weit gebrochen, deswegen hat er dann den Schlussstrich gezogen. Ja, das war echt wer weiß, krass. In dem Alter, gibt es schon, glaube ich, einen relativ hohen Anteil von Suiziden aufgrund von verflossener oder Liebe, die man nie wieder so bekommen wird und so. Also, das war schon ziemlich krass auf jeden Fall. Naja. Ja gut, das war King's Landing und dann kommt Jaime am Ende zurück nach seinem erfolgreichen Feldzug. Wollen wir nicht die Szene jetzt rein auch, oder war es schon das? Weiß ich nicht, es wäre ja nur noch wir haben es ja vorher schon erwähnt, dass Jaime dann nur noch mitbekommt, oh scheiße, die Septa ist kaputt und voll des Chaos und dann sieht er noch, wie Cersei zur neuen Königin gekrönt wird und demnach, da ist dann aber auch sonst niemand mehr. Also jetzt gibt es in der Stadt nur noch das Volk, das Cersei hasst, dann gibt es Cersei, Jaime und den Qyburn und dessen Spionenkinder halt und gibt es da sonst noch irgendjemanden? Nee, oder?
Nicht von Rang und Namen, die sind ja eigentlich alle in der Septe gewesen. Stimmt. Orlena ist ja abgereist. Können wir das kurz besprechen? Das ist wahrscheinlich eh nicht so viel. Es ist tatsächlich nochmal die Verwandtschaft aus Dorne aufgetaucht. Nicht Verwandtschaft, aber halt Bagage. die Herrschaften, genau. Die vier Mädels, die Moody und die drei Sand Snakes. Und die verhandeln mit Orlena über die Rache an den Lannisters. Aber was für eine coole Szene, wie sie die alle in ihre Schranken verwandeln. Von dir auch noch was? Nix, ist auch besser so. Noch ein Problem. Das war in der Tat ganz cool, war die Orlena Genau. da und verbündet sich jetzt mit der Dorn-Fraktion. Hab mich ein bisschen mich tatsächlich gefragt, ob die nochmal zu Wort kommen in dieser Staffel. Ich hatte das Gefühl, dass sie den Strang ziemlich abgeschnitten haben. Haben sie die halt so zurückgeholt über eine Allianz halt mit den Tyrells. Dann wäre aber halt die Frage, was versprechen die sich denn? Weil selbst wenn die Tyrells und die Martells zusammen einen Feldzug zum Beispiel planen gegen die Lannisters, Ja. wollen die dann, selbst wenn sie Cersei aus dem Weg räumen, den Thron usurpieren oder nicht? Und wenn ja, unter wessen Führung? Ich weiß Ja, nicht, aber ob sie so weit das wurde doch gedacht. dann gleich aufgelöst. Wieso? Das Es ist ja kam Varys Varys und dazugekommen. der hat denen gesagt, so hört's mal, also war das das Ziel, so hört's mal, ihr verbündet euch jetzt und wir machen alle gemeinsam die Lannisters platt, aber eigentlich bräuchte die doch gar nicht, also klar, als zusätzliche Hilfsarmeen schon, aber ob die Martells und Tyrells einfach so, ach ja, da gibt's noch diese Drachenkönigin auf dem anderen Kontinent, ja gut, dann werden wir halt jetzt Ich glaube, unter denen für Fürsten Dorn, oder wie? die haben gar keine Ambitionen auf den Eisernen Thron. Die haben erstmal in ihrem eigenen Haus aufgeräumt, zumindest jetzt in der Serie. Auch ein bisschen fragwürdig, vielleicht kann man auch nochmal drüber sprechen in dieser Übersichtsfolge. Aber die haben jetzt zu diesem Zeitpunkt aufgeräumt, den Doran weggemacht, weil er ihnen zu weich war und nicht ihre Interessen vertreten hat, ihrer Meinung nach. Und ich glaube, die wollen einfach nur ihre Herrschaft in Dorn konsolidieren, weil die ist eigentlich, das wird überhaupt nicht thematisiert. Und das ist auch nochmal eine interessante Frage, die wir vielleicht auch in der Übersichtsfolge nochmal besprechen können, wie das eigentlich alles gedacht ist und ob das alles sinnvoll und logisch ist. Aber die bringen ja praktisch den Herrscher um und wie sicher ist denn ihre Position in Dorne? So wie angesehen ist das denn, den Doran umzubringen? Also Und wer ist denn mit dabei? sie saß recht stabil auf diesem Stuhl zumindest. Ja, Also genau, aber es ist es war eigentlich nicht so. irgendwelche Häscher mit dem Speer Nee, hinten aber im es ist halt Gebüsch. so Und wenn, dann haben sie gut getan. eigentlich logischerweise müsste ihre Position recht fragil und sehr fragwürdig sein, weil sie auch, die drei Sandsnakes sind nur Bastarde. Das sind nicht mal rechtmäßige Kinder von Oberyn oder sonst wem gewesen, sind nur Bastarde gewesen. Sie war ja nur die Witwe sozusagen. Sie haben den rechtmäßigen Herrscher umgebracht. Sie haben den rechtmäßigen Thronerben umgebracht, den Sohn halt. Ne? Und ihre Fraktion ist zumindest, wie auch immer man das interpretiert, fragil. Und sie sind, glaube ich, nur Aber darauf aus, in Dorne ihre Situation zu stärken. Dann gibt es natürlich die Olenna, die natürlich ganz andere Sorgen hat. Die möchte natürlich erstmal ihre Heimat von den Tyrells sicherstellen. Die ist natürlich eher auf Rache aus, weil ja, das sie. wollte ich gerade sagen. Der hat doch gesagt, Überleben ist ihr Wurscht, sie will nur Ja, Rache. genau. Ich meine jetzt erstmal ihre Familie sozusagen und jetzt natürlich als Hauptmotiv die Rache. Ob sie jetzt irgendwie Ambitionen hat, weil sie selber wohl nicht. Das sieht sie auch selber. Sie guckt auf ihre Familie und die ist jetzt ja zum größten Teil tot. Das heißt, sie ist ja eher auf Rache aus und nicht so sehr, dass sie denkt, dass ihr dritter Großneffe vielleicht jetzt auf den Thron kommt, glaube ich. Das ist nicht ganz so weit vorne. Die Frage wird tatsächlich sein, in der Serie glaube ich schon, dass Varys jetzt eher ein Bündnis ausgehandelt hat zwischen ihnen und Daenerys. Das liegt ja auch nahe. Es liegt auch mit der Schlussszene, die wir noch sprechen können, nahe, wo man dann die Schiffe von Daenerys sieht, wo Varys ja auch wieder drauf ist. Total hirnrissig übrigens. Aber egal. Wollte ich auch gerade anmerken, wie ist denn der da hingekommen? Der ist halt schnell. Es wirkt in dem Fall so, als hätte er ein Bündnis ausgehandelt, ne, zwischen den Leuten. Ja. Aber wer ist denn gerade Gerade noch legitimer? Ja. ganz abschließend im Buch und vielleicht auch in der Serie, obwohl in der Serie ist er eigentlich fast ein zu guter Charakter, um das mal so zu nennen. Aber sonst bestände immer noch die Möglichkeit, dass Varys, wie er eigentlich in den Büchern eigentlich fast immer handelt und in den ersten drei Staffeln mindestens in der Serie auch, Varys hat eigentlich von der Figur her, wie sie angelegt war, wie er auch selber dann am Anfang sagt, immer in den ersten drei Staffeln, er hat das Reich im Sinn. Ihm sind die Leute völlig egal. Weißt du? Er ist eh der Meinung, die eigentlich leiden immer die kleinen Leute unter diesen ganzen Kriegen. Und was ein bisschen als opportunistisch manchmal ausgelegt wird, er sagt auch immer, ihm ist relativ egal, welches Haus dann gerade die Führung hat. Das hat er damals auch deswegen hat er auch den Ned Stark verraten eigentlich. Er hat einfach den Ned Stark nicht zugetraut, das vernünftig zu handhaben, sich an die Macht zu putschen, wie er es eigentlich ungefähr vorhatte.
Und deswegen hat er sich gegen den Ned Stark gestellt, nicht weil er denkt, der Ned Stark ist ein blöder Typ, sondern vielleicht moralisch gesehen dachte er, ist okay, er ist eigentlich ein netter Typ und er wäre ein guter Herrscher, aber er hat nicht das Zeug dazu. Wenn ich den Ned Stark unterstütze, führt das nur zu mehr Blutvergießen im Großen, als wenn ich jetzt einfach den Ned Stark opfere und dann die Lannisters als Herrscher etabliere. Und dann leiden die Leute am wenigsten drunter, weil es einfach am wenigsten Streit zwischen den großen Häusern gibt. Sondern die Frage ist jetzt natürlich, ist der immer noch diese Figur? Und ist er auf irgendeine, hat er irgendeinen eigenen Plan, der seiner Meinung nach am besten funktioniert für die einfachen Leute? Oder ist er jetzt, wie es eigentlich wirkt, eher auf Seiten von Daenerys? Und ich glaube tatsächlich aber, dass es eher so ist, dass er einfach also die für Daenerys Schnitt, das der Fernsehschnitt aushandelt. Legt nahe, dass er halt schon loyal für Daenerys ja. Das verhandelt. Ja, aber genau. Es könnte, man sieht es natürlich auch nicht. Er taucht ja nur kurz auf und am Ende steht er auf dem Schiff und theoretisch könnte er, wie du schon sagst, seine eigenen Sachen da gemacht haben. Ja. Aber das wird dann in der nächsten Staffel. Das sind ein bisschen die Setups für die nächste Staffel ja. Natürlich. Ich hoffe ja immer noch, dass es am Ende nur noch Varys und Littlefinger sind, die übrig sind. Und die und dann Finger hakeln sie es aus. Genau. Wer herrscht denn gerade legitim über Dorne, wenn ich mal fragen darf? Also wenn dieser Typ im Rollstuhl der schwache Prinz war nur und der Oberyn ja. Der starke Prinz war, wer ist denn dann der aktuelle Lord? Also Dorne war ja der Herrscher. Das war ja keine Frage. Und Oberyn hat das auch nie in Frage gestellt. So. Jetzt. Ach so, der war der Lord, obwohl er so lame war. Der aber nicht, wenn du sagst Prinz, also das war jetzt nicht irgendwie, der hatte nicht noch einen Vater, der eigentlich. Nee, das, ich weiß gar nicht, warum okay. Das so heißt. Der war der Herrscher von Dorne schon. Okay. Und wie es jetzt aussieht, sind das halt die Witwe von Oberyn. Die, und die Star Trek-Darsteller Michael Dorn. Also das ist, so scheint es in Dorn zu sein gerade. Und jetzt, ja. Und das meine ich aber, deswegen, die sind jetzt irgendwie an der Herrschaft und die sind, glaube ich, am ehesten daran interessiert, ihre Herrschaft zu konsolidieren, weil die meiner Meinung nach nicht auf festen Füßen steht, diese Herrschaft. Mhm. Aber das haben sie in der Serie überhaupt nicht thematisiert jetzt, ob die irgendwie interne Querelen in Dorn haben oder auch nicht. Das ist halt Spekulation natürlich. Auch nicht auf festen Füßen steht die Herrschaft von Walder Frey, der erst ganz stolz war, dass ihm geholfen wurde von den Lannisters und dass er jetzt der Obermacker ist in den Riverlands. Was ihm Jamie mich dann aber. Ich habe so gefreut, dass ich jetzt endlich mit ihm seinen Namen gemerkt habe. Was er natürlich, ihm wird natürlich von Jamie aufs Brot geschmiert, dass nicht er das war, der Riverrun zurückerobert hat, sondern die Lannisters das waren, weil er und seine Familie komplett überflüssig ist. Und da hat sich trotzdem sehr in seinem eigenen Ruhm gesuhlen und endlich ist er da, wo er hin muss. Und das Ganze ohne selber kämpfen zu müssen, weil ihn Jamie ja noch fragt, wann hast du eigentlich mal gut gekämpft? Also ja, ihm ging es nicht immer darum, dass er quasi im 1-zu-1-Kampf der Gewinner war, sondern dass er eben als Letzter übrig bleibt und halt so langfristig den Sieg davonträgt. Das ist ihm ja beinahe gelungen, wenn es nicht zu einem besonderen Abendessen gekommen wäre, wo die Kellnerin, die erst noch ein bisschen mit Jamie und Bronn geflirtet hat, war das auch schon die Kellnerin? Ja. Ja, also es war schon die gleiche Kellnerin und die serviert ihm einen leckeren Kuchen und eröffnet ihm dann, dass er gerade seine eigenen zwei Söhne gegessen hat. Und warum? Weil es Arya Stark ist. Richtig. Maske ja. Runter und Arya. Ist ja ganz krass, dass ihr das erwartet. Nein. Doch, hätte es nicht kommen die sehen. Szene so nicht. Ich habe erwartet, das wurde ja schon ein bisschen in Vorausschauen gezeigt. Es gab ja so gerade für die ganze Staffel, die Trailer damals, da gab es auch schon Szenen von diesem Festmahl und so. Und es wurde schon die ganze Zeit spekuliert, wenn Arya jetzt zurück ist, dass sie sich auf den Weg macht und ihr erst wichtigstes Ziel mit die Freys sind. Und das ist auch wieder ein Problem, genauso wie mit Varys und wie schon mit ganz vielen Stellen in der aktuellen Staffel. Sie wollte wieder was machen und sie haben, wie kann die denn da so schnell rüberkommen? Das ist also zeitlich, allein auch dann da rüberzukommen und zu den Freys, das ist alles schon wieder ein bisschen fragwürdig. Naja, wobei ja nie die Zeitlinie von Arya in Echtzeit gegen die anderen gesetzt wurde. Naja, aber also das kann schon, die kann ja schon, bevor du so anfängst, kannst du dir das alles immer ein bisschen verschieben. Aber nein, aber wer weiß, wie lange das in Braavos bei ihr gedauert hat und wann sie denn hat übersetzen können. Und vielleicht dauert die Überfahrt. Dann hat man sie das letzte Mal gesehen? Am Ende der 8. Folge. Das ist aber allgemein, dass die ganzen Zeitlinien sind völlig kaputt in der aktuellen Staffel, also völlig kaputt, wenn man das noch alles mal ein bisschen beobachtet, wie lang alleine jetzt, nur als Beispiel, die ganze aktuelle Staffel war praktisch ja die Vorbereitung von Cerseis, wie heißt das jetzt, Trial? Ja, Verhandlung. Verhandlung. Und die fing ja schon in der letzten Staffel an, so diese Vorbereitung. Und was teilweise in anderen, was da alles passiert ist, während in King's Landing anscheinend irgendwie 2 Wochen maximal vergangen sind oder eine Woche, sind woanders irgendwie 3-4 Monate vergangen. Und das ist also tatsächlich
sind die Zeit ihnen völlig kaputt. Und das ist auch eine Sache, die vorher nicht der Fall war und die sie jetzt einfach so ein bisschen haben halt schleifen lassen. Und das war jetzt auch ein bisschen überraschend, tatsächlich, dass sie so schnell ankamen. Es war natürlich eine coole Szene, aber auch da dann, wenn es die gleiche, wo du es gerade angesprochen hast, dass sie die gleiche Kellnerin ist, die gleiche Bedienstete, die vorher so ein bisschen dem Jamie schöne Augen macht, ist doch total hirnrissig. Warum macht sie denn auf sich als Person aufmerksam? Mhm. Wenn sie eigentlich ja nur den Walter Frey umbringen möchte, dann noch auf sich aufmerksam zu machen, klar, ist dann irgendwie witzig, weil du als Zuschauer die ja schon 3-4 Mal vorher siehst in der Szene und dann irgendwie dann noch irgendwie ein bisschen Sprüche drüber gemacht werden. Aber eigentlich ist es total hirnrissig, dass sie sich überhaupt auf sich aufmerksam macht, in irgendeiner Art und Weise, wenn sie nur ein Ziel hat. Und aber das war nicht denn, noch mit dem Jamie zu flirten. Es waren aber, sie hatte doch diese Todesliste und da standen aber die Frey Junior ist nicht drauf, oder? Es stand doch Walter Frey drauf als Strippenzieher. Nimmt sie halt mit. Und dann wäre es ja, aber dann wäre es aber auch ein bisschen so ein leicht sadistischer Move, erst die Söhne umzubringen, die dann zu einem Kuchen zu machen, nur um dann einmal noch ihnen das reinzuwirken. Der Schabbel, du hast deine eigenen Zähne gegessen und jetzt bringe ich dich erst um aus Rache. Vor allem hätte sie noch ein bisschen warten müssen, weil der hat doch nur einen Bissen gegessen, oder? Schon, lass ich ihn doch aufessen. Ja. Ja, aber auch dann, wo hat sie die denn umgebracht? Wo hat sie die in den Kuchen gebacken? Ja, warte, dann kann ja die Küche ist da bestimmt überhaupt nicht bei so einem Festmahl von zig Bediensteten. Dann kommt sie halt mit so 2 Leichen rein und schnippelt die in so eine Torte. Na, wenn die Bediensteten von den Freys alle so eine hohe Auffassungsgabe haben wie ihre Anführer, dann ist es relativ einfach, die umzubringen. Das ist halt das ein aber klassisches Motiv. Ich fand es interessant, dass sie diese, ich hätte nicht gedacht, dass sie diese Fähigkeiten mit diesem sich tarnen und so, dass sie das weiterhin hat. Ich habe gedacht, dass sie, nachdem sie dem Manifest God da widersagt hat und sich aufgemacht hat, dass sie jetzt da drauf scheißt auf dieses ganze Training und jetzt ist sie nur noch Arya Stark und hat halt ihr Needle und fertig. Das ist ja auch eine was, nicht nur Theorie, sondern auch, wie ich das empfunden habe, der Jaqen H'ghar, der eigentlich je nach Auffassung und Interpretation auch gar kein einzelner Mensch ist. Ne, ist keine einzelne Figur, sondern gibt ja auch Szenen, eigentlich stirbt er sogar als Figur, er nimmt ja einmal dieses Gift. Und wie gesagt, die Interpretation ist eigentlich, dass er keine einzelne Figur ist, und, sondern mehrere. Über andere Sachen können wir nachher noch reden. Und dass die ganze Idee, dass sie da ausgebildet wurde, dass das eigentlich alles schon so absehbar war. Auch, dass sie den Ordner wieder verlässt, dass es eigentlich nur auch vielleicht den Jaqen H'ghar schon tatsächlich darum ging, einfach sie gar nicht für die Faceless Man zu gewinnen als Assassine, weil das ja zu keinem Zeitpunkt irgendwann geklappt hat. Man hat ihr das ja immer wieder darüber gesprochen, aber bei jeder Besprechung von der Folge immer so, man nimmt ihr das nicht ab. Sie ist irgendwie kaum, dass man jetzt denkt, sie ist No One oder sie ist da jetzt wirklich, hat Arya entsagt als Figur oder vom Innern her oder von ihrer Persönlichkeit. Immer wieder scheint durch, dass sie ja Entscheidungen trifft, die auf ihrer Persönlichkeit, auf ihrem Gerechtigkeitsempfinden als Arya basieren und nicht auf hier auf einem seelenlosen Assassinen. Und dass das aber die ganze Zeit auch, das kann ja den Faces Man nicht entgehen. Sie nehmen ja nicht irgendwelche Kinder auf. Klar, er hat eine Schuld ihr gegenüber gehabt, aber die ist eigentlich schon längst abgetragen. Sie hat ihn damals ja gerettet, ne? Und er hat ihr dafür geholfen, aber das ist eigentlich schon längst abgetragen. Und sie nehmen ja nicht ständig Leute auf, was wäre das für eine Assassinen-Gilde, die bei jedem Assassinen, den sie aufnehmen, der sich aber 2 Jahre lang am Stück wie der letzte Depp verhält und überhaupt nicht irgendwie dem Credo der Assassinen folgt und sonst irgendwie sich da irgendwie Anstalten macht, da Fortschritte zu zeigen in Hinsicht bisschen wie auf wenn der ganzen Philosophie. Spiel, da. Also wie gesagt, das ist nicht der Philosophie dieser... Das ist das 5. Spiel, Mann. Der kann immer noch nichts. Das ist die Philosophie dieses Ordens irgendwie anpasst, sondern es war die ganze Zeit eigentlich, es ist immer noch Arya und sie lernt aber Sachen und die Idee war anscheinend, da bin ich dann, dass sie eigentlich nur ausgebildet wurde und trotzdem immer Arya geblieben ist, dass das einfach allem klar war. Und deswegen aber auch nicht überraschend ist, dass sie die... vorhergesehen haben, dass ihre Killing Spree in deren Sinne ist. Ja. In irgendwie, dass sie die auch als Figur nutzen oder dass sie halt einfach sehen, dass das für ihre Sinne oder für ihre vielleicht Motive ist ja der, vielleicht ist ja der Many-Faced God, jetzt mal abgesehen von dieser Schauspielerin, die ja dann von der Wave noch umgebracht wurde, aber vielleicht ist der ja an sich einer, der schon für, sag ich mal, Ausgleich und Gerechtigkeit ist und deswegen Arya halt auf seine Weise da unterstützt und ihr dann die Fähigkeiten gibt, genau die Leute, die ja nachweislich Unrecht getan haben und jetzt nicht aus irgendwelchen Grauzonen raus, dass die halt quasi entfernt werden. Mhm. For the greater good, was auch immer. Oder einfach auch aus einem ganz anderen, die Frage aus einem simpleren Grund mit diesem Leben nehmen und eine Schuld haben, das weiß man ja nicht. Das sind ja alles Personen, die Arya
Leben gestohlen haben, sozusagen. Die haben ihren Bruder umgebracht oder ihren Vater umgebracht, ne, Familienmitglieder umgebracht, und dass sie jetzt sozusagen das Recht deswegen hat, diese Leben zu nehmen. Und das auch aber machen soll. Vom Symbolcharakter könnte man es ja gar nicht besser machen. Also das ist ja der gleiche Saal auch gewesen, oder? Ja, 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 klar. In dem die Red Wedding stattgefunden hat, wieder ein Festschmaus, sie glauben, sie sind siegessicher, und dann isst er erst seine Kinder und wird dann auch aufgeschlitzt. Aber die Frage ist tatsächlich, wie das ist eine interessante Frage, wie die ganze Herleitung finde ich jetzt ganz okay, das, auch mit der Ausbildung, aber ich frage mich tatsächlich, wie das zum Charakter von Arya passt. Und dass sie so weil, kaltblütig berechnet. Ja, nicht nur macht. Kaltblütig, sondern dass er sadistisch genießt. Sie, wie hast du gesagt, dass sie killt die beiden Söhne, backt ihn in den Kuchen, serviert ihm das, gibt ihm das Wissen nochmal mit, bringt ihn dann erst um und steht dann da ja grinsend mit so einem richtig selbstzufriedenen Eindruck auch. Wobei und sie den Sir Marion Trent jetzt auch nicht gerade eingeschüchtert umgebracht hat und so, oh nein, mein erster Mord. Und klar, es geht gar nicht um eingeschüchtert, aber es geht aber, jetzt ja an, ob sie was selbstbewusst und aus einer auch aus einem Zorn heraus und aus einer Rache gelöst macht, oder ob sie dieses wirklich, diese ganze Szene, wie sie es vorbereitet hat und mit dieser Inbrunst dann macht, das finde ich schon einen Unterschied. Gerade wenn man das gegenüberstellt, ihre ganzen Beziehungen mit dem Hound. Und klar war sie in einer Position, wo sie praktisch zwangsläufig mit dem Hound Zeit verbringen musste, ihn kennengelernt hat und dadurch natürlich eine Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Aber die Sache war, der Hound stand auf ihrer Todesliste. Ja, und sie wollte ihn umbringen und sie hat natürlich ihre Meinung geändert und ihre ganze Beziehung zum Hound geändert. Und gesagt, natürlich war es aus einer erzwungenen Situation raus, sie musste mit ihm Zeit verbringen. Wenn sie jetzt vielleicht ihn getroffen hätte und im ersten Augenblick die Möglichkeit gehabt hätte, ihn umzubringen, hätte sie vielleicht ganz anders reagiert. So, mhm. Das ist natürlich nicht die Frage, aber trotzdem ist jetzt dieser Charakter ein ganz anderer und inwiefern passt es zum Charakter, inwiefern ist es gewollt, dass der Charakter jetzt so anders ist als vielleicht noch vor ein, zwei Staffeln. Weil das finde ich schon extrem krass und gerade wenn man nochmal zurückschaut, was ja immer ein wichtiges Motiv in ihrem ganzen Werdegang war, warum sie auch kein Faceless Man werden konnte, ist ja, dass sie dieses Gerechtigkeitsempfinden hat und dieses starke, ja, wie sie halt darüber sieht, deswegen, warum sie halt eben nicht einfach die Schauspielerin von Cersei umgebracht hat, ne, diese, aus der Schauspieltruppe, was ihr hätte eigentlich noch, das war ein ganz interessanter Aspekt, sie hat das ja nicht umgebracht, weil sie gesagt hat, okay, das ist eigentlich eine nette Frau anscheinend und die andere will die nur aus irgendwelchen unlauteren Motiven umbringen, nur um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, das ist für sie kein Grund. Eigentlich hätte es ja sogar hier in der Szene noch einfacher fallen müssen, sie umzubringen, da sie ja die Schauspielerin Cersei darstellt und sie hätte ja praktisch ja stellvertretend statt der Cersei die Schauspielerin umbringen können. Hm. Ja, was wer steht denn jetzt eigentlich noch auf Arias Killliste? Also Cersei noch? Habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf tatsächlich. Ich auch nicht. Hab die ihr Liste bestimmt schon, ihr könnt nee, das aber ja. Das, um das abzuschließen, ist, dass es irgendwie ein krasser Charakterwandel ist und die Frage ist, wie sehr passt das? Ist das gewollt? Wie wird es sich weiterentwickeln? Finde ich auf jeden Fall interessant und zumindest überraschend in der, wie sie das selber dann darstellt, ihre Taten. Genau. Bei Michi ist es recht kühl geworden im Bild. Wir haben jetzt die klassische Teal and Orange Aufteilung. Zeit in den, ja gut, Old Town können wir vielleicht ganz schnell machen. War Raven, dachte ich gerade Old Town. Oder so. Reden wir erst über den Norden? Reden wir vielleicht erst kurz über Old Town. Sam Tarly kommt mit Frau und Kind in Old Town an. Keiner weiß davon irgendwas. Die Maester, die weisesten Menschen der Welt, wissen nicht, dass der Bär Mormont schon vor Schwachsinn vor Monaten oder so nicht mehr lebt. Die wissen nicht, dass ihr altehrwürdigster Meister Aemon der ein Targaryen ist. Genau, nicht mehr lebt. Die wissen überhaupt nichts. Die wissen gar nicht, was im Norden abgeht. Wissen nicht mal, dass Jon da oben irgendwie Lord Commander war eine Weile und sind total überrascht, dass Sam Tarly da anrückt. Sam Tarly gibt dann auch, ohne zu sagen so, ja, dann wartet ihr mal hier oder hier ist eure Unterkunft, lässt die zwei, also Frau und Kind, auch einfach da in dem Empfangsraum stehen und guckt sich dann diese Bibliothek an, die aussieht wie aus einem Level in einem Uncharted-Spiel. Nee, wie aus der Doctor Who-Folge mit der Bibliothek. Oder so, die kenne ich jetzt nicht. Aber wie ein Level in einem Uncharted-Spiel. Ja, die Szene war ein bisschen gestellt, fand und ich das, wieder. Und das war, glaube ich, nur, um die auch noch mal kurz zu zeigen und damit man nicht vergisst, wo sind die denn jetzt? Ach ja, die rücken jetzt da an und Sam wird jetzt dann wohl wahrscheinlich doch zum Meister ausgebildet. Ja. Ja, aber das kann man doch auch alles wieder cooler machen. Das war alles so wieder auf Effektheischerei und auf witzig und cool irgendwie gemacht. Was war dieses, wie er da sitzt, sich dann den Umschlag geben lässt, wie er dann auch diese ganze Szene hat mich so ein bisschen erinnert so an
aus Asterix und Obelix, wo sie in Rom sind, mit dieser Behörde, wo sie von einem Zimmer zum nächsten rennen. Also das war schon so der Anfang, so ich weiß davon nichts, das stimmt alles nicht. So diese typische Behörde sollte das ja darstellen, ne? So ein typischer Beamter, der... Haben Sie den Passierschein ja, A38 genau. dabei? Und auch, hat mich auch die schlechteste Szene oder die schlechteste Folge vom Tatortreiniger erinnert, die auch total blöd war. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall fand ich das noch so ganz kurz das mit der Liste kurz rein. Okay. Dann haben wir das nämlich erledigt. Also noch drauf steht und am Leben ist Melisandre. Oh. Dann Queen Cersei. Jetzt warte mal. Joffrey's Warum Melisandre? Was Melisandre, hat die in Arya getan? She despises Melisandre because she took Gendry away from sie hat, her. Sie hat den, bei der Bruderschaft hat sie doch den Schmied. Ja, ja. The Mountain steht noch drauf. Der Hound auch, aber den hat sie durchgestrichen. Und was steht hier noch? Arya gegen den Mountain ist ja echt ganz cool. Mhm. Weil der bestimmt nicht rechnet, von so einer umgebracht zu werden. Außerdem ist er schon tot. Ja, oder halt nochmal umgebracht zu werden. I kill you again and again. Wenn du noch was findest, sag Bescheid. Aber es ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Aber ich fand nur einfach, diese Szene war wieder so ein bisschen gestellt. Sollte so ein bisschen witzig sein. Haha, der lustige Beamte, der das typische so und so ist. Dann, was du erwähnt hast, ey, das kann nicht sein in Old Town. Das kann mir keiner erzählen, dass die das nicht wussten mit Mormont, mit Aemon, mit den ganzen, was da im Norden vorfällt, mindestens Sachen, selbst wenn es nicht direkt von der Mauer kommt, aus irgendwelchen Gründen, die sie der Sam so ein bisschen erzählt, ja, der ist gerade gestorben und das. Erstmal ist der Rabe ungefähr 2 Milliarden Mal schneller als Sam mit Gilly und über Umwege noch zu Hause vorbei. Wer hat schon 10 Raben vorbei mit der Information? Vor allem, weil die Rabenpost ja extrem effizient ist die ganze Zeit. Also wenn so Schwachsinn. Sansa kann jederzeit irgendwelche Nachrichten bekommen. Also jeder kriegt die ganze Zeit Nachrichten. Das ist totaler Quatsch, dass die das nicht wissen. Dass ja auch John hat doch die Wildlinge durch die Mauer durchgelassen. Ja, alles. Dann müsste doch das sich rumgesprochen haben, dass der jetzt da der neue Chef ist. Ja. Also das war ja total konstruiert, nur um irgendwie die Situation so zu haben und einfach überhaupt, also unlogisch hoch 3. Total blöd. Ja. Leider. Aber sonst sah es cool aus. Das kann man ja nicht sagen. Können wir jetzt endlich in den Norden? Ja. Genau, da ist ein bisschen ein Disput darum, wer denn jetzt eigentlich der coolere Herrscher im Norden sein sollte. Ist es Jon, der nachweislich die Schlacht nicht gewonnen hat, sondern ist es Sansa, die Schlacht nachweislich gewonnen hat? Aber Jon ist nun mal der Mann und ist auch viel, viel cooler drauf anscheinend. Und deswegen obwohl Sansa den stärkeren Claim hat. Ja, sie hat den stärkeren Claim und sie hat auch die Schlacht entschieden, aber sie stehen dann trotzdem oben auf der Mauer und sind sich nicht so ganz einig. Also er sagt dann so, nee, du bist hier die echte Stark und ich bin kein echter Stark. Und hin und her. Und Littlefinger mischt sich dann auch noch ein am Baum, der ihr klar macht, dass er immer nur auf den Thron wollte und immer nur mit ihr an seiner Seite, obwohl er eigentlich immer nur ihre Mutter gern an seiner Seite gehabt hätte. Aber naja, so schnell kann man sich dann auch umentscheiden. Und dann kommt es zur Wiederholung, also dann sagt sie ja, sie weiß schon, dass er sich immer dem wahrscheinlich mächtigsten Haus gerade anbietet und dass er trotzdem immer nur Eigeninteressen hat und deswegen jetzt nicht unbedingt auf ihn als loyalen Unterstützer zählt. Was dann den Blick sehr interessant macht übrigens, den er ihr dann zuwirft. Und dann kommt es zur Wiederholung von der Szene The King of the North. Dann wird wieder ein bisschen debattiert in der Halle, wer denn nun der Herrscher sein soll und obwohl Jon eigentlich nicht so viel beigetragen hat zu der Schlacht, nämlich eigentlich alles falsch gemacht hat, kriegt er trotzdem die Unterstützung von allen übrigen Häusern, die eben noch gegen ihn gekämpft haben. Dank der kleinen Mormont. Genau, dank der kleinen. Habt ihr übrigens das geile Bild gesehen? Welches? Bei dieser, genau, diese, als sie da bei der Schlacht auf dem Pferd sitzt und so in die Kamera guckt, so, da schaut sie genauso aus wie dieses Meme mit dem kleinen blonden Mädchen. Wie heißt die? Mormont. Der Name weiß ich jetzt nicht. Gibt es ein ganz, ganz tolles Bild, könnt ihr mal googeln. Genau, das heißt, und Sansa meldet dann auch gar nicht groß ihre Ansprüche an, sondern sagt so, ja gut, dann ist jetzt eben Jon unser neuer König. Ärgerlich hoch 3, die ganze Szene. Nee. Das ist so blöde. Und zwar aus ganz vielen Gründen. Und zwar schon aus der letzten Folge wieder raus. Die Sache ist die, diese ganze, man hat sich jetzt eine Woche lang versucht, schön zu reden, warum Sansa Jon nicht von der Armee erzählt hat. So, das war alles total hanebüchen, weil gehen wir kurz zurück. Es ging ja um die Verhandlung kurz vor der Schlacht mit dem Ramsay, wo es darum geht, er hat ja Rickon und sie versuchen irgendwie drüber zu sprechen. Was macht man jetzt? So, wie stehen die Chancen? Sie sagt nichts von der Armee. So, da wäre die Möglichkeit gewesen, man kann natürlich nicht darauf bauen, dass der Ramsay irgendwie rational ist oder so, aber irgendwie müssten sie ja erstmal versuchen, vielleicht den Rickon freizupressen. In irgendeiner Art und Weise. So, da wäre natürlich ein großes Faustpfand wären die Knights of the Vale.
Weil natürlich der Ramsay sich in dieser Situation ja im Vorteil sieht. Er weiß, die anderen haben weniger Leute. Wir haben außerdem die Burg. Also eigentlich gibt es gar keine Chance, dass sie gewinnen. Gibt es natürlich auch keinen Grund für ihn, irgendwann Rickon rauszurücken oder irgendwas zu machen. Ricky war schon Ricky. Deswegen wäre vielleicht die eine Möglichkeit gewesen, da die Knights of the Vale zu erwähnen, um da um da irgendwie Rickon rauszupressen. So. Wobei es ja da die Theorie gibt, dass sie extra erstmal Ja, genau. Die Bolton-Armee in die Überhand, also quasi die komplette John-Armee erstmal halt abschlachten lassen, damit die Bolton-Armee sich dann in der Überhand wähnt und gar nicht mehr drüber nachdenkt und sich einen Kreis aufbaut, dass da vielleicht noch eine große Armee irgendwo ist. Genau, das ist ja die Frage. Das war das Erste, was irgendwie doof ist. Das Zweite ist dann, sie erwähnt es John gegenüber nicht, dass sie diese Armee hat, obwohl sie diese geile Diskussion, diese super Szene am Abend, Vorabend der Schlacht haben sie doch so, wo sie erst diese ganzen Schlachten diskutieren und dann gehen ja die ganzen, gehen ja Ser Davos und Tormund und so gehen aus dem Zelt und sind sie noch zu zweit und dann wird das ja ein bisschen verarscht, immer wie sie auch sagt so, John, ja, hast du auch mal dran gedacht, mich zu fragen, vielleicht habe ich auch was beizutragen und weiß was und dann sagt John so, ja, Entschuldigung, was hast du dazu zu sagen? Weiß ich nicht. Und dann sagt sie ja, das ist genau diese blöde Diskussion, also auch da sagt sie John gegenüber nichts von den Knights of the Vale. So, und dann gibt es natürlich zwei Gründe wieder. Vorher hat sie es dem Ramsay gegenüber nicht erwähnt, das ist ja auch okay. Sie sieht vielleicht, man kann sie jetzt herleiten, dass sie sagt, okay, sie sieht den Ramsay nur als Psychopathen, sie sieht keine Möglichkeit, den Rickon irgendwie freizupressen. Deswegen erwähnt sie Knights of the Vale nicht, obwohl das halt vielleicht der Hebel wäre, theoretisch. Sie möchte die Knights of the Vale lieber als Überraschungsmoment nutzen. So, sie geht dann, die nächste Idee ist, sie erwähnt das John gegenüber nicht. Und das kann man sich entweder aus purer Doofheit herleiten, dass sie einfach blöde ist wie Scheiße und einfach da überhaupt, sie kann es ja nicht vergessen haben, sondern die eine Herleitung ist nur, sie traut John da nicht über den Weg. Oder es gibt zwei Interpretationen. Einer ist halt, dass sie John bewusst opfert und die Armee. Sie opfert ja hunderte, tausende Leute bewusst für ein theoretisches Überraschungsmoment, dass sie sagt, okay, diese so und so viele Leute werden sterben, aber dafür kann ich mit einem Überraschungsmoment dann die Leute von Ramsay überrennen mit den Knights of the Vale. Das ist so natürlich eine Taktik, wie Seth Brannigan aus Futurama sie anwenden würde, bis der Killcount der Roboter voll war. Ja, also wirklich, sie sagt es auch nicht dem John, sie sagt auch nicht so, wir täuschen das jetzt vor, wir locken in die Falle und dann kommt, das wäre ja auch, dass die sich darauf einrichten können. Dann ist sie eigentlich, wenn sie nicht doof ist, opfert sie ganz bewusst John und die Wildlinge und die Häuser, die sie in diesem Augenblick unterstützen, für einen Überraschungsmoment. Obwohl aber das muss man ihr auch hoch anrechnen, weil ich glaube, wenn du die eine Überraschungsparty organisieren lässt, dann ist sie wirklich gut. Ja, aber das ist halt das. Also, das ist eine Vermutung, dass sie das halt bewusst macht und dass sie auch John bewusst opfert. Dann war jetzt die Herleitung so ein bisschen von den Leuten jetzt in der letzten Woche, okay, auch gerade mit dem, wie sie sich am Ende verhält, dass sie wie auch ähnlich wie Arya eigentlich, das ist ja auch ein interessanter Twist an mir, dass sie eigentlich ja auch ein bisschen zum Psycho geworden ist, auch eine sadistische Art hat, wie sie halt dann den Ramsay auffressen lässt von den eigenen Hunden und wie sie das nicht nur in Kauf nimmt, hinnimmt oder wie auch immer, sondern sie hat sich aber freut, sie hat dieses Grinsen am Ende im Gesicht. Sie genießt das, dass der Ramsay von den eigenen Hunden zerfleischt wird, dass ein Mensch von Tieren aufgefressen wird bei lebendigen Leuten, genießt das und dafür musst du schon ganz schön kaputt sein, damit du an diesem Punkt bist. Und da war eine Interpretation tatsächlich auch, okay, sie hat nicht vielleicht nur sogar in Kauf genommen, dass John stirbt, sondern sie wollte das vielleicht sogar, dass sie, es gab tatsächlich jetzt viele, die dachten, wie krass hat sie sich entwickelt, wie schlimm ist sie als Person geworden, wie viel Kalkül steckt dahinter, wie viel Sachen nimmt sie in Kauf und will sie bewusst, hat sie vielleicht John wirklich auch mit gewissen Kalkül in den Tod geschickt, um ihre Situation im Norden zu stärken, weil wenn der John weg ist, dass ohne Frage sie halt die Hoheit da hat, weil es keinen sonst aus dem Stark gibt. Das, was du bei der letzten Recap-Geschichte angesprochen hast, dass sie da schwanger von dem Bolton ist, wie sicher wäre das Kind, wenn John am Leben ist? Das ist natürlich eine interessante Frage, wobei ich gar nicht davon ausgehe, dass sie schwanger ist. Diesen Satz, den Ramsay gesagt hat, dass ein Teil von ihm in ihr steckt, habe ich eher interpretiert, dass sie einfach sich vom Charakter so verändert hat, dass sie jetzt genauso. Oder Daniel hat das gesagt, alles falsch. Ja, aber ich nur interpretiert, dass sie halt eher so geworden ist wie Ramsay zum Teil, weil sie halt einfach genauso kaltblütig, genauso sadistisch geworden ist. Aber gesagt, diese ganzen Theorien, wie intrigant, wie viel Kalkül steckt ihr dahinter? Hat sie vielleicht John wirklich geopfert? Wie sehr hat sie bestimmte Winkelzüge gemacht, auch um sich selber an die Macht zu pushen und
wieder bringlich und ohne jeden Zweifel da die Nummer 1 zu sein, ja? Das sind alles die Theorien, die in den letzten Wochen so oder letzte Woche rumgeflogen sind im Internet. Passt halt null. Ja, es passt nicht ganz. Das meine ich ja genau. Es gab halt, die Leute standen praktisch nur vor zwei Möglichkeiten. Entweder ist Sansa doof wie Stroh, weil sie John fast geopfert hätte. Sie hat Rickon auf jeden Fall geopfert, ohne dass sie da versucht hat, was zu machen. Sie hat hunderte bis tausende Leute ihrer Armee geopfert, was auch nicht ohne, was in zweierlei Hinsicht doof ist, weil sie ja eigentlich weiß, was im Norden mit den, was im Norden wartet. Aber sie hat natürlich auch noch zu diesem Zeitpunkt Feinde im Süden, mit den Freys, mit anderen Armeen, mit den Lannisters und so weiter. Jeden Mann braucht sie. Sie ist, steht mit dem Rücken zur Wand. Sie wusste ja vorher, wie schwierig die Situation im Norden ist. Sie hat also praktisch entweder aus Doofheit hunderte oder tausende Leute und ihren eigenen Bruder oder beide Brüder fast in den Tod geschickt, was idiotisch ist, oder sie hat aus irgendeinem Kalkül und Intrigen heraus das alles so wirklich als Machtmensch jetzt, der vielleicht dann irgendwann einer Cersei fast schon nachkommt, das gemacht, um halt bestimmte Sachen vorzubereiten. Und jetzt stellt sich in dieser Folge eigentlich raus. Oder sie kam mit der Armee nur deswegen zu dem Zeitpunkt an, weil es für die Dramaturgie der Serie am aufregendsten ist. Ja, aber da hätte es doch vorher trotzdem vorher sagen können, zumindest, dass die gibt. Also das müssen wir jetzt nicht mal alles aufbrechen zu diesem Zeitpunkt. Aber diese zwei Interpretationen gab es, um das bisschen zu erklären, dass es nicht nur praktisch schlecht geschrieben ist. Und jetzt stellt sich in dieser Folge raus, ist aber auch nur schlecht geschrieben. Diese ganzen Motive, die man reininterpretiert hat, um irgendwie diese Charakterentwicklung und ihre Entscheidungen in den letzten zwei, drei Folgen zu erklären, funktionieren nicht, weil man sieht jetzt ja, sie ist überhaupt nicht daran interessiert. Nein, sie ist überhaupt nicht daran interessiert, da Königin im Norden zu werden. Sie überlässt es dem John ohne jeden Kampf. Sie schanzt ihm das ja noch so ein bisschen zu in ihrem Gespräch da. Sie ist ja mit keinem Blick irgendwie davon, dass sie überrascht ist, dass sie das negativ sieht, dass er da zum König ausgerufen wird, sondern sie ist damit völlig d'accord, sie findet das alles völlig okay. Und damit sind alle Erklärungen, wie sie als Machtmensch funktioniert, hinfällig. Und damit bleiben ja nur die Sachen, dass es leider einfach schlecht geschrieben waren, viele ihrer Entscheidungen in den letzten zwei, drei Folgen. Und das ist halt schon enttäuschend. Dann bleibt aber trotzdem der Blick, als es dann entschieden ist, dass die Menschen im Norden John als ihren neuen Anführer wollen, was ja auch irgendwie klar war, obwohl Sansa wahrscheinlich die spannendere Geschichte gewesen wäre. Und dann wirft Littlefinger ihr noch einen so einen Blick zu und sie schaut zurück und wie habt ihr den verstanden? Ich persönlich fand es ein bisschen so, als wäre das jetzt wieder ein Rädchen gewesen oder wieder was gewesen, was Littlefinger in der Form schon vorausgeahnt hatte, geplant hatte, beziehungsweise dass jetzt wieder was genau so geschehen ist, dass es ihm nützt, beziehungsweise dass es seinem Grand Scheme entspricht. Ich habe eher das so, dass es so ein vorwurfsvoller Blick war, von wegen, warum hast du nicht gesagt, ich bin die Königin, damit wir zusammen herrschen können. Dann, ja, okay. Ich wusste gar nicht, was ich davon halten soll. Ich müsste das echt nochmal sehen, weil das, da war ich, da bin ich nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich fand es eher, dass die eher so irgendwie schaut und dass sie ihn dann noch ein bisschen so nicht unbedingt verunsichert, weil sie kennt ihn ja, aber dass sie zurückschaut mit so einem Ausdruck von wegen so, und wieder hast du es quasi, spielst dir in deinem Plan, wie auch immer der sein mag, in die Hände. Musste ich mal im Auge behalten. Wir haben einen wichtigen Konflikt, glaube ich, übergangen, und zwar die Szene, in der Melisandre mit der Verbrennung von der, wie heißt sie, Dingsbums-Prinzessin Shireen konfrontiert wird. Weil wir hatten ja in der letzten Folge noch gerätselt, ob der sofort checkt, dass sie verbrannt worden ist, aber ja, der hat natürlich sofort gecheckt, dass sie das war. Und dann schickt der gerechte Jon Snow sie in den Süden. Und wenn sie zurückkehrt, wird sie hingerichtet. Soll sie denn nur in den Süden gehen, so nach dem Motto fuck off, oder soll die dann da auch das fromme Wort verkünden, dass jetzt Jon Snow kommt? Meint ihr? Naja, sie ist ja nach wie vor, also ich glaube schon, dass Jon sie noch ein bisschen braucht, weil er weiß, dass sie hat ja trotz ihrem Irrtum da mit Shireen den Lord of Light nicht aufgegeben und sie wollte ja auch Stannis und alle unterstützen, um letztlich gegen die Armee der Toten zu kämpfen. Und jetzt so eine mächtige Figur einfach rauszunehmen, auch wenn es noch so gerechtfertigt ist, da war Jon wahrscheinlich clever genug, dass das nicht so die gute Idee ist. Insofern hofft er wahrscheinlich, also er kann sie natürlich jetzt nicht da lassen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, mit welchem Recht er sie hätte töten dürfen, weil er war ja da noch gar nicht Lord von Winterfell. Also nur weil er Lord Commander war und weil sie ihn halt zum Leben erweckt hat wieder, wer gibt ihm denn das Recht, quasi dieses Urteil zu fällen, aufgrund von der Story, dass die Shireen ums Leben gekommen ist, durch ihre Hand? Die Writer. Ja, nee, aber gut, dann schickt er sie eben in den Süden, was dem Davos so auch nicht gepasst hat, aber die wird schon noch eine Rolle spielen, vermutlich. Ja, ich glaube, es ist auch einfach so ein Fuck-off, geh weg hier. Tatsächlich aus dem Kalkül, glaube ich, heraus, dass er anerkennt, dass sie
klar noch eine Rolle zu spielen hat. Ja. Was hatten wir da noch irgendwas in King's Land, in Winterfell oder so? Es gab noch die Geschichte, wie Bran und Myra verabschiedet werden von Benjen nördlich der Mauer, weil Benjen nicht aufgrund dieser Magie, die in der Mauer verarbeitet ist, über die Mauer rüber kann, beziehungsweise durch kann. Obwohl er das ja inzwischen eigentlich kann, wenn man zumindest das richtig interpretiert, dadurch, dass der Night King den Bran berührt hat, dass dadurch Bran die Möglichkeit hat oder dass der quasi wie bei Harry Potter damals ein Teil von dem dann wieder ist und damit diese Magie gebrochen ist oder so. Entweder Bran weiß das nicht, weiß es auch nicht, oder? Und vor allem Benjen weiß es nicht und Bran sagt ihm nicht, was weiß ich. Und das dient aber eigentlich nur in dem Fall dazu, Bran quasi direkt an die Mauer zu bringen und Bran fasst dann diesen Weirwood Tree an und beamt sich dann zurück in die Vergangenheit und dann kommt endlich... Ich muss noch ganz kurz, bevor wir zu dieser wichtigsten Szene der Welt kommen, wie arschig war aber das von dem Onkel, dass er den da einfach liegen lässt? Wie soll sie ihn denn da weitertragen? Wieso lässt er ihm das Pferd nicht? Ja, jetzt, er kann ja, ja, ich meine, es ist ja nicht mehr so weit zur Mauer, aber der Benjen braucht das Pferd ja vielleicht auch. Der hat keine Beine. Ja, dann. Oder die gehen nicht. Vater, gib mir bei. Ja. Na, jedenfalls aber dann fasst er endlich das Ding an und dann kommt endlich die Schlüsselszene von Tower of Joy. Genau, die. L gleich J. Genau, die Kollege Marco, sehr subtil, aber letztlich dann doch uns allen gespoilert hat, die wir es gesehen haben, weil er im Hinblick auf, ich habe mein Recap noch nicht fertig. Wird diese Sache eventuell doch noch wichtig? Oh. Und natürlich war es. Aber muss man auch mal an dieser Stelle sagen, es ist so geil, jeden Montagmorgen, wenn Marco diese Folge schon gesehen hat, versucht er sehr subtil allen im Umkreis nichts zu spoilern. Das dauert keine 10 Minuten. Und alle wissen Bescheid. Hast du jetzt gerade die Szene gespoilert? Naja, um es zusammenzufassen, man sieht die Szene im Tower of Joy, wo Ned dann nach oben kommt zu seiner Schwester Lyanna, die am Bett liegt. Und das Kind geboren hat. Und das sieht eigentlich Bran jetzt gar nicht selber. Ich weiß nicht, vielleicht sieht er auch den Cut wie wir. Da gibt es ja dann vom Baby, vom Säugling diesen Cut auf Johns Gesicht, womit dann klar ist, dass das Baby John ist. Womit halt bestätigt diese lange Fantheorie. Rhaegar, der Targaryen-Prinz halt, der mit Lyanna zusammen war und dessen Kind John ist. Was das ja macht aber dann Daenerys ja zu seiner Tante. Richtig, Rhaegar war doch der älteste Bruder von den Targaryens, der eigentliche Thronfolger. Und Daenerys war eine von zwei Geschwistern. Ja, genau. Demnach ist Daenerys Johns Tante. Und Jon vereint damit das Blut von den Targaryens und den Starks. Ja. Korrekt? Das ist richtig. Er hat damit erstmal direkten Claim auf den Thron. Weil Daenerys Targaryen ist seine Schwester. Von Rhaegar. Ja, genau. Dann, ja, genau, ist die Tante. Dann ist sie jetzt die Tante von John. Ja. Weil er Sohn beziehungsweise von die Halbtante. Nee, schon die Tante. Die Tante, ganz normal. Genau. John ist der Sohn von Rhaegar und sie ist die Schwester von Rhaegar. Ne? Die Schwester von deinem Vater ist deine Tante. Aber ist Daenerys nicht jünger als John? Ja, und deine Tante kann auch jünger sein als du. Die Daenerys war halt noch sehr, sehr jung. Die war irgendwie noch ein Baby, glaube ich, als der Rhaegar gestorben ist. Der war irgendwie Anfang 20, oder Mitte 20. Die wurden ja da als Baby entfernt. Und der Bruder war der Viserys. Der ist ja dann, genau, das war der dritte im Grunde. Ja, genau. Genau, der mit dem Goldhelm. Also erstmal geht es natürlich darum, dass jetzt diese lange Theorie, also die lang gehegte Theorie bestätigt wurde, dass John halt der Sohn von Lyanna und Rhaegar ist. Und was natürlich erstmal sofort bedeutet, er hat Anrecht auf den Thron. Wenn man jetzt die Baratheons, je nachdem wie man sieht, nur als Usurpator sieht, die rechtmäßige Thronlinie der Targaryens ja unterbrochen haben zu diesem Zeitpunkt und jetzt Daenerys ja ihren Anspruch daher herleitet, dass sie eine Targaryen ist, hat Jon jetzt damit direkt einen Anspruch auf den Thron eigentlich. So, was natürlich schon immer irgendwie die Frage war, wie er überhaupt da reinpasst. Und ja, wie gesagt, die Theorie fliegt ja schon seit Ewigkeiten auch rum. Wurde auch schon ganz viel angedeutet. Wo kommt denn das her mit diesen Initialen? Der Rhaegar, R, L, Lyanna und J ist John. Aber wo steht das? Die heißt halt so, die Theorie. Die heißt nur so, die steht jetzt nirgendwo fest. Ach so. Diese Theorie heißt halt so. Ich dachte, das wäre irgendwo in der Prophezeiung gestanden. Nee, nee. Aber das macht dann natürlich, sag ich mal, Dynastie-Twist-mäßig für die kommende oder kommenden Staffeln, wäre damit das größte Rätsel dann schon gelüftet. Das heißt, es ist jetzt klar, wer der rechtmäßige Thronerbe ist. Es ist klar, wie die quasi die Großen, die jetzt gerne den Thron hätten, alle miteinander zu tun haben.
Und es ist auch klar, wer jetzt der neue Gegner ist. Das heißt, das wird jetzt schon spannend, wie sie. Also wie sie jetzt, sag ich mal, den ganzen politischen Aspekt von, ja, von der Show oder von der Geschichte jetzt noch aufrechterhalten wollen, damit es nicht nur noch auf die Menschen vereinen gegen die Toten und so weiter darauf hinausläuft. Schauen wir mal, ob das, wie weit das zustande kommt. Im Moment weiß das ja keiner, außer Bran. Ja, aber da... Ja, also zum Zeitpunkt erstmal mal gucken. Vor allem, sie sind jetzt aber auch dann schon eine recht tatkräftige Truppe bei den Menschen, muss man schon sagen. Also Jon kann ja dann doch ein bisschen was, der war immerhin schon mal tot. Mhm. Und kann irgendwie auch Leute rallyen hinter sich. Dann Daenerys hat ja auch ein bisschen was auf dem Kasten. Mormon kann das. Dann haben sie, ja, die auch. Dann haben sie Bran mit seinen übersinnlichen Fähigkeiten. Dann haben sie den Sam, der bestimmt ruckzuck zum Supermeister sich entwickeln wird. Und dann wahrscheinlich in irgendeinem Buch die absolute Lösung, wie man die Toten besiegt, rausfinden wird. Ein paar Mittel, wie man die Toten besiegt, haben sie auch schon. Also ich ja, weiß gar nicht. Ich finde jetzt, es sind nicht mehr so viele... Mal abgesehen von Cersei oder so weiter, die halt jetzt sehr, sehr noch mächtiger ist als vorher. Ja, aber wer sagt denn, dass Jon und Daenerys zusammenhalten? Naja, sie wissen ja beide, wer der eigentliche Feind ist. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Weiß Daenerys das? Nee, aber das wird sie dann schon erfahren. Klar kommt ja, aber Daenerys... vorher hauen die sich doch die Köpfe ein. Ja, ist natürlich jetzt, sag ich mal, besteht die Vermutung, dass die eher gewillt sind, miteinander zu arbeiten, wenn sie verwandt sind. Vor allem, Jon ist bestimmt... Ja, das weiß doch nur Bran. Ja, aber Jon ist bestimmt keiner, der jetzt um den eisernen Thron kämpfen will, weil der ein ganz anderes Problem hat. Und Daenerys ist jetzt armeemäßig, vor allem wenn sie die Martells und Tyrells noch mit im Boot hat, sind die Lannisters jetzt auch nicht mehr unbedingt von Belang. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Staffel damit anfängt, dass alle vernünftig werden und gemeinsam gegen die Monster kämpfen. Also es zeichnet sich zumindest mittelfristig so ab, dass das eine Option ist sozusagen. Das kann schon sein, dass das jetzt so ein bisschen so aufgebaut wird halt. Ne? Was, wie die Fronten sind, wer da die Spieler sind und wie die vielleicht zueinander stehen. Und natürlich, auch wenn es jetzt nicht klar ist, ist, sag ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass sie zusammenarbeiten, höher, wenn sie irgendwann auf irgendeine Art und Weise herausfinden, dass sie eigentlich verwandt sind. Ja. Okay. Was gab es noch für die letzte Szene dann? Natürlich die Szene mit Schiffe. Mit Daenerys, die damit anfängt, dass der Dario Harris zu ihr kommt. Stimmt, ja. Und, oder sie hat ihn da bei sich und sie sagt ihm jetzt, bisschen überraschend tatsächlich, okay, sie wird jetzt Richtung Westeros segeln, aber sie wird ihn und die Second Sons in Meereen lassen, damit er da die Ordnung aufrecht erhält und die Stadt regiert in ihrer Abwesenheit. Ganz interessanter Aspekt nebenbei, den die Show völlig ausgeblendet hat, den ich ein bisschen interessant fand, ob sie das überhaupt ansprechen oder ob sie das irgendwie thematisieren. Sie haben ja am Ende oder in der Mitte der letzten Folge hat sie ja ihre Horde von Dothrakis da anreiten lassen. Mhm. Und Dothrakis sind nicht dafür bekannt, in keinster Art und Weise, dass sie sich irgendwie, auch wenn sie jetzt da vielleicht ein bisschen mal den Drachen gesehen haben, ihre ganze Lebensweise schon immer und ihre ganze, nicht nur Lebensweise, sondern ihre ganze Verhaltensweise und alles eigentlich, was den Dothraki ausmacht, ist ja, dass sie die Menschen in Städten ja nicht als richtige Menschen ansehen, sondern nur so als Schafsmenschen oder so weiter. Also das sind, ja für die, sind für sie keine richtigen Menschen, das sind einfach nur Vieh, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich. Und das Ganze, dieses, wie sie sich verhalten nach einer Eroberung mit Plündern und mit Vergewaltigung und alles, das muss der Daenerys-Ding vorher ganz gut erklärt haben, dass sie es diesmal unterlassen sollen, weil es gab ja nicht mal anscheinend einen Zwischenfall, der angesprochen wurde, dann wurde der Meereen als friedvoller Platz jetzt beschrieben. Hä, hey, hast du nicht die Serie gesehen, wo sie sich da einmal hingesetzt hat auf den Drachen und die Rede gehalten hat? Naja, aber die Dothraki, die sind ja jetzt bei ihr auf den Schiffen. Ja, aber sie sind ja vorhin die Stadt. Aber das ist auf jeden Fall, da gab es anscheinend gar keine Probleme. Naja, sie hat den Dario gebeten, dass er da bleibt. Er hat dann natürlich... Ja, was heißt gebeten? Sie hat jemand gesagt, du bleibst hier. Ne? Ist befohlen. Und die Szene muss man jetzt nicht so ewig besprechen, vielleicht wieder noch irgendwas. Aber er möchte das natürlich nicht. Er bittet sie, ihn mitzunehmen, weil er bei ihr sein möchte, weil er sie liebt. Knick, knack. Und so weiter. Ich fand halt einfach, das war nochmal eine Szene, um auch zu zeigen, ähnlich wie in anderen Konstellationen, in anderen Orten, einfach diesen Werdegang von ihr zur Herrscherin sozusagen, was der Tyrion auch noch mal anspricht, dass zum Herrschen auch gehört, halt persönliche Sachen zurückzustellen und Opfer zu bringen, wobei sie nochmal einen anderen Aspekt einbringt, dass sie sagt, das hat sie, was vielleicht nochmal den Charakter nochmal extremer darstellen lässt, dass sie ja einfach sagt, sie hat eigentlich gar nichts gefühlt, dass sie ihn ja eigentlich geliebt hat und dass er ihr wichtig war, aber dass sie so ein bisschen, wie sie selber zugibt, vielleicht auch ein bisschen überrascht war,
als sie ihm dann gesagt hat, nee, ich gehe jetzt und du bleibst hier, dass sie dabei selber gar nichts gefühlt hat. Dann war diese Szene mit Tyrion, die noch wichtig war, wo sie ihm aus dem Handarbeitskurs was Schönes gebastelt hat. Ja, und das war nicht so schlecht. Das war nicht cool. Tyrion hat sich mehrfach erklärt, dass er wohl doch kein so ein toller Berater war, weil viele Ideen, die er hatte, waren nicht die besten. Und ich glaube, man merkt auch bei Tyrion, dass es nicht reine freundschaftliche oder professionelle Gefühle sind, die er für sie hat, sondern er hatte auch so ein bisschen den Eindruck, als würde sie schon sehr, sehr gern mögen. Fandst du? Fand ich schon. Echt? So ganz kurz schon, also zumindest, dass er jetzt nicht ganz so plump wie die anderen zwei, aber dass er schon auch sie gar nicht so übel findet. Und sie macht ihn dann tatsächlich zur neuen Hand, egal ob er sie jetzt bisher schlecht beraten hat, aber sie gibt ihm das Vertrauen und er soll weiterhin ihr wichtigster Berater bleiben. Mhm. Was super ist. Also das fand ich gar nicht. Also das habe ich gar nicht. Also dass er irgendwelche Gefühle für sie hegt, jetzt im Sinne von romantische Gefühle, hatte ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Keine Ahnung, vielleicht übersehe ich das. Ich hatte mir den Gedanken auch gemacht, aber habe mich dann am Ende dazu entschieden, dass ich eher den Eindruck hatte, dass das schon eher platonisch ist. Mhm. Aber er hat ihr schon ein, zwei so Blicke zugeworfen, das hätte man so interpretieren können. Was ich halt krass, also ich habe, was man ihm gut angemerkt hat, ist einfach dieses, wie missverstanden er sich ja eigentlich fühlt, was ja ein großer Teil, das ist eigentlich, was er zurückgeht auf die zweite Staffel vor allem, wie er dann ja Hand des Königs war, von Tywin bestimmt, und wie er versucht hat, ja alles in King's Landing zusammenzuhalten. Wie er versucht hat, den Joffrey ein bisschen ja, in Check zu halten, dass er nicht völlig durchdreht, dass gleichzeitig mit der Cersei, mit allen Parteien, die eigentlich in King's Landing eine Rolle gespielt haben, wie er versucht hat, dann den Frieden zu bewahren, das für die Familie Beste rauszuholen, gleichzeitig ja nicht nur so wie der Tywin, der sehr familien- und machtbewusst war, dass er sagt, alles andere ist unwichtig, sondern er war auch mal sehr, er hat seinen eigenen Gerechtigkeitssinn, so wenn der Joffrey jetzt da mit der Sansa so umgesprungen ist, oder wenn er irgendwelche anderen Sachen machte, die gegen das Volk waren, er war ja immer sehr drauf bedacht, wirklich auf eine Gerechtigkeit, was er auch aus seiner ganzen Geschichte her sich herleitet. Und deswegen fand ich gerade diese ganze Geschichte, die damit endet, dass er ja dann verurteilt wird und aus King's Landing flieht, das war alles. Er war Hand und er hat das nach seinem besten Gewissen gemacht. Er hat ja praktisch auch das alles vorbereitet, wofür er keinen Dank bekommen hat. Er hat ja die Stadt eigentlich gerettet damals, King's Landing, gegen Stannis. Natürlich kam dann die Hilfe von außerhalb, weil er hat bis zu dieser Verteidigung alles vorbereitet und das alles so erst ermöglicht. Und es hat ihm ja keiner gedankt. Er war ja nur direkt nach der Schlacht, war irgendwie der Idiot, der in King's Landing alles kaputt gemacht hat. So, das wurde ihm alles angehängt. Später wurde ihm natürlich auch noch angehängt, dass er da alle möglichen umgebracht und dass er alles schon alles, dass er Joffrey umgebracht hätte, was er nicht gemacht hat, dass er alles mögliche, alles schon ewig geplant hätte. Also er hat eigentlich alles sein Bestes gegeben als König, als Hand of the King und hat das eigentlich auch gut gemacht und das wurde ihm ja alles versagt und dann ins Gegenteil umgekehrt. Und gerade deswegen, dass ihm jetzt dieses Vertrauen wieder zugesprochen wurde und gerade auch wieder das mit dem als Hand wieder, glaube ich, das hat ihn total berührt halt, dass er das Gefühl hat, ohne dass Daenerys jetzt natürlich in King's Landing dabei war, aber irgendwie, dass es auch das Unrecht, was ihm an anderer Stelle widerfahren ist, dass das jetzt wieder gut gemacht wird in diesem Augenblick durch diese Position, die er jetzt bekommt. Und das fand ich super. Wird übrigens sehr spannend, wenn er wieder auf Jaime trifft, weil der ja die Beziehung zwischen den beiden sowieso immer total interessant war, weil der ja schon immer ein bisschen weg von den Lannisters war und eher dann mit anderen sympathisiert hat. Aber die beiden haben ja immer trotzdem ganz gut zusammengehalten. Das hat ja auch Jaime schon, als er noch, sag ich mal, weniger fragmentiert war, war das trotzdem immer so seine Schwäche ein bisschen, dass er eben als einziger Tyrion richtig gern mochte und sich mit dem gut verstanden hat. Ich möchte mich übrigens entschuldigen, ich habe die Lichtstimmung nicht von Bay of Dragons, sondern ich glaube, ich habe eher Alien 3 aus Versehen angestellt. Was uns da wieder zu Tywin Lannister bringt, aber lassen wir das. Ja, dann sind sie losgefahren mit den vielen Schiffen. Mit einem tollen Schlussbild segelt die Flotte auch mit den Greyjoys an Bord, gehen Westeros, wen wir gar nicht mehr gesehen haben, war der Human oder Eumon oder wie der heißt, der mit dem Schnurrbart, der Onkel von den Greyjoys. Euron. Achso, der ja die Daenerys ehelichen wollte. Genau, wobei sie auch gesagt hat, dass sie keinerlei Probleme hat, irgendwie in Westeros irgendwen zu ehelichen, wenn sie ihr was bringt. Können sich die Lords da schon freuen. Vielleicht ist es ja Jon und dann wird es aber sehr pikant, wenn die das noch nicht wissen. Wer weiß. Cersei wird es wahrscheinlich nicht. Targaryens hat eigentlich kein großes Problem mit in der Vergangenheit. Ja, stimmt. genau. Eine Frage habe ich noch. Haben die denn eigentlich für die Drachen, wie sagt man, Proviant so eingepackt? Nee, aber wo? Stullen geschmiert. Fliegen, oder? wo landen die denn? Vielleicht können die lange fliegen. Die können doch sonst auch alles.
Ich glaube, die können lange fliegen. Okay. Ein Proviant, mein Gott, so ein paar Dothraki. Ja, und wie gesagt, ganz am Schluss dieser komische Cut, wo auf einmal Varys mit an Bord war. Ja, ey, wie der hin und her jetpackt, das ist der Wahnsinn. Gut, man weiß vielleicht natürlich, ist es aber gar nicht Varys, sondern auch einer von den... Sondern Manuel Neuer. Das ist noch eine wirklich wenig interessanten Fragen. Ist eine der beiden Figuren überhaupt nicht Varys? Entweder auf dem Schiff oder in Dorne? Gibt's Varys überhaupt oder ist Varys auch mehr eine Institution als eine Person? Theoretisch wäre interessant. Statt Varys. Was wir auch immer noch nicht wissen, ist, was ist eigentlich Varys früher passiert? Also was hat der für einen Zusammenhang mit dem Lord of Light? Vielleicht ist Varys ja derjenige, den Melisandre trifft, wenn sie in den Süden kommt. Und die weiß nämlich mehr über seine Origin-Story. Das wäre habe ich wieder das Gefühl, dass wir so ein, wo Leute jetzt dann ein Dreivierteljahr Zeit haben, Fantheorien und wirklich intelligente und Herleitung und dann mit Hintergrund. Und in der nächsten Folge kommt raus, nee, der war einfach ganz schnell. Also ich habe da ein bisschen das Vertrauen verloren in die Writer der Show. Tatsächlich. Jedenfalls, die Fans kommen aber immer auf, oder oft auf bessere Theorien, als es die Autoren. Da können wir am Ende nochmal drüber sprechen. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum sich der Martin ein bisschen Zeit lässt. Weil er sich jetzt denkt, so, naja gut, jetzt habe ich den Boden bereitet und jetzt schauen wir mal, was sich die Fans so ausdenken. Und es wird schon was dabei sein, was ich dann verwenden kann. Ja, ich glaube, das braucht er gerade nicht. Was noch interessant war, mit Handarbeitskurs hat sie ja nicht nur die Hand für den Tyrion gebastelt, sondern sie hat noch 1000 Segel gestrickt. Ganz schön schnell. Stimmt, und bemalt. Für alle Schiffe. Hat sie und auch vorne auch noch so goldene Drachengalions. Da hat sie ein bisschen gewerkelt. Sie hatte aber auch mehrere Städte mit voller Sklaven zur Verfügung, die sie hat einsetzen können und so weiter. Ihr werdet befreit aus der Sklaverei, aber erst, nachdem ihr mir eine Flotte bemalt. Was übrigens der heißeste Scheiß unter rebellischen Teenagern in Westeros ist diese Drachendinger abbrechen und dann an Schulranzen hinten. Na gut. Ja, das war's, oder? Da war nochmal die Musik auch wieder. Die Musik war wieder sensationell. Also die Musik, der Hammer. Das war echt gut gemacht. Wie lange dauert es jetzt, bis die nächste Staffel kommt? Ja, dann ein halbes Jahr. Bis April wohl wieder. Also auf jeden Fall bis zum Frühling. Die nächste Staffel soll wohl 7 Folgen haben oder 8. Die darauffolgenden dann auch nochmal und dann ist gut. Dann kann man Sky ja auch wieder abbestellen, ne? Ja, wir werden wohl noch eine Folge machen, um mal allgemein die Staffel zu rekapitulieren oder so weiter. Wir können uns ja in der Zwischenzeit eure Meinungen einholen, eure Theorien. Vielleicht bringen wir das auch in die nächste Sendung einfach nochmal mit rein, was ihr eigentlich zu allen Sachen gesagt habt. Suchen ein paar schöne Kommentare raus. Andernfalls, sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen für die letzten 10 Folgen Game of Thrones bei GameTube. Jetzt sag's doch mal. Game of Tubes. Genau, uns hat sehr viel Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Wenn ihr ein ähnliches Format zu irgendeiner anderen sensationellen Serie sehen wollt, könnt ihr uns mal vorschlagen. Benjamin Blümchen. So was zum Beispiel, wir könnten 3 Fragezeichen oder so. Boah, das ist gut. Das ist eine spontane Idee, haben wir noch nicht drüber nachgedacht. An und für sich ist sowas sehr spaßig auch für uns. Ja. Wir gucken mal. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss. Tschüss. Servus.